Hallo Leute, hier ist Krabnich. Herzlich willkommen zu Through the Woods, das erste wirklich lange Horrorspiel, was wir jetzt mit dem neuen Plan hier machen werden. Ich weiß nicht viel über das Spiel. Ich habe mitbekommen, dass es sehr, sehr, sehr gut sein soll, weil es mir oft vorgeschlagen wurde und dass es circa 2 Stunden geht. Also werden wir einfach mal hier anfangen und mal schauen, worum es geht. Ich glaube, man spielt irgendwie ein Kind im Wald und die Waldatmosphäre soll verdammt gut sein. Aber mir wurde gesagt, es ist anscheinend kein Projekt, was man in Parts spielen sollte. Man sollte es halt in einem Stück spielen, mit der Atmosphäre dann viel besser rüberkommt. Oder halt zumindest Parts machen, die mindestens 40 Minuten gehen oder sowas. Sonst weiß ich eigentlich nichts darüber. Ich weiß nicht, ob es jetzt mega gruselig ist. Ich weiß nicht, ob es Jumpscares hat oder ob es einfach nur ein Atmosphäre-Horror-Game ist. Aber ich habe halt nur gehört, dass diese Waldatmosphäre in diesem Spiel so gut sein soll wie in keinem anderen Spiel. Und der Ladebildschirm dauert sehr lange, deswegen sage ich mal bis gleich. Great, gut, dann will ich was trinken. Genau in der Sekunde geht's dann richtig los. West landet. Ist es ein Ort oder ist es eine komische Übersetzung? Ich hätte das Spiel auf Deutsch gestellt mit den Untertiteln her. Ich schätze mal, wir wohnen halt in West landet. Das sieht exakt aus wie die Umgebung in Alan Wake, wenn ich daran erinnern könnte. Das habe ich mal vor Ewigkeiten gestreamt und da sah auch so ein Haus exakt so aus. Ziemlich am Anfang des Spiels. Alright. Oh, da hinten sind 2 Leute. Sind wir das? Ein Kind und eine Frau. Eine Mutter wahrscheinlich. Okay. Die Grafik sieht sehr nett aus. Okay. Finde ich gut. Muss ich den Untertitel nicht übersetzen. Ich finde die Jacke verdammt cool, die wir haben. Oh, wir können. Kann ich einen Controller benutzen? Ich kann tatsächlich mit dem Controller spielen. Ich überlege gerade, spiele ich mal mit dem Controller für ein Let's Play. Ist vielleicht sogar ein Spiel, was für einen Controller ganz nett ist. Ich lege einfach mal daneben, als Alternative. Damit wir gucken können, ob wir es machen wollen. Aber wir können auch normal gehen. Alright. Wir sollen ein bisschen erkunden, ja? Was gibt es denn so Interessantes zu erkunden? Da ist ein Vogel. Haben wir den erkundet? Hast du den Vogel erkundet? Ist der erkundet? Gut. Hast du gut gemacht. Bin stolz auf dich. Great, dann gehen wir mal zu dem Auto vielleicht. Willst du das Auto erkunden? Ist es erkundbar? Ist es wert, erkundet zu werden, dieses Auto? Nein? Findest du es nicht spannend? Ich meine, es ist ein Auto und du bist ein Kind. Aber das sieht sehr gruselig aus. Aber du bist ca. vielleicht 12 oder sowas. Ich finde, du musst so ein Auto ziemlich geil finden. Willst du jemanden fahren? Willst du nicht wegfahren? Willst du deiner Mutter das Auto klauen? Nein? Das ist voll geschissen, das Auto. Nein, okay, dann klaust du halt nicht. Dann hauen wir halt ab. Machen wir was anderes. Wenn du es nicht spannend findest, Autos zu klauen, machen wir halt was anderes, Arschloch. Bist langweilig. Sag doch was? Kann ich einen Stein mitnehmen? Nö. Das sah so ein bisschen komisch Highlight aus, als ob ich den irgendwie einsammeln könnte oder mitnehmen könnte. Aber nein, natürlich nicht. Das ist natürlich völlig irrelevant. Great. Ich will darauf schaukeln. Ich will darauf schaukeln. Ich will mit der Schaukel spielen. Schaukeln, schon awesome. Spring da rein. Du willst nicht schaukeln? Du kannst nicht mal gegenlaufen. Lame Schaukel. Können wir hochklettern? Nope. Können wir vielleicht an der Seite hoch? Weil das ist doch etwas, was man schon erkundungswürdig nennen könnte, finde ich. Das ist awesome. Das ist wirklich ein geil gebautes Haus. Ich frage mich zwar, wie sowas gebaut wird, also wie Leute sich das wirklich bauen. Also irgendwelche Leute zu Hause, weil das sieht ziemlich nice aus. Aber hey! Das Ding bricht bestimmt nicht ein, wenn du da reingehst. Irgendwann. Ein DeLorean! Zurück in die Zukunft. Awesome. Kann ich den mir angucken? Bitte. Nein, ich bin zu langweilig. Klar, du bist schon viel zu alt dafür. Lesen! Texte? Ja. Ich vermisse Papa. Notizen. Ich bin lieber zur Hütte gekommen, als Mama noch nicht so langweilig war. Sie arbeitet die ganze Zeit und schläft den ganzen Tag. Oh. Wenn ich mit ihr rede, ist es so, als würde sie mir gar nicht richtig zuhören. Ich weiß nicht, was mit ihr los ist. Jetzt will ich einfach nur nach Hause. Ich vermisse Papa. Das ist sad. Das ist sehr sad. Hast du den mitgenommen, den Zettel? Anscheinend haben wir den mitgenommen. Okay, ich will das Spiel übrigens relativ... Was? Tote Elster. Askeladden und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine tote Elster. Nimmst du die mit? Why? Ist das ein Collectible in dem Spiel? Können wir alle toten Vögel sammeln? Ich versuche auf jeden Fall alles zu finden, was man finden kann. Das wird ein Spiel sein, wo ich mir ein bisschen Zeit für nehme. Weil ich meine, wir haben jetzt eh in 2 Stunden, Partplay 2,5 Stunden oder 2 Stunden geht es wahrscheinlich egal. Ich werde aber natürlich jetzt nicht super ewig überall rumrennen. Aber ich werde schon versuchen, die meisten Sachen zu finden, die wir finden können. Auch wenn wahrscheinlich 10 von 10 oder sowas von allen findbaren Sachen meistens recht schwer ist, weil es sehr oft sehr böse versteckt ist. Okay, ich habe mir hier jetzt schon mal alles angeguckt. Ich gehe jetzt mal da hinten in Richtung Wasser. Er hat ja irgendwie gesagt, er wollte Richtung Wasser gehen, glaube ich. Kann ich da runterspringen oder... Kannst du das? Nein, kannst du nicht. Great. Dann gehe ich... Ich weiß halt nicht, wo ich langlaufen kann. Kann ich zum Beispiel hier an der Seite langrennen oder ist das außerhalb von allen... Ja, hier sollte ich nicht lang gehen.
Okay, auf jeden Fall habe ich ja hier oben jetzt meine Notiz gefunden. Da gehe ich einfach mal da oben den Weg lang weiter. Aber ich glaube, da ging es noch ein bisschen weiter. Ich weiß nicht genau, ob das Spiel jetzt sehr linear ist oder ob wir mehr oder weniger überall alles erkunden. Geht's hier überhaupt weiter? Ah, hier ging es gar nicht weiter. Ui, was soll ich denn überhaupt machen? Sollte ich hier überhaupt hin zu dem Gebäude oder ist es einfach so ein optionales Ding gewesen? Ich glaube, ich sollte hier gar nicht hin. Dann schaue ich erstmal vielleicht jetzt ein bisschen nach rechts. Ich will jetzt mal ein bisschen in der Umgebung umschauen, wie linear das Spiel ist. Also ob ich theoretisch überall langlaufen kann. Weil das macht es dann wesentlich komplexer. Okay, es sieht nicht so aus, als ob ich jetzt so die mega Auswahlmöglichkeiten hätte mit den Wegen, die ich lang gehe. Oder? Nee, also scheint schon das Spiel scheint mir schon relativ vorzugeben, wo ich langlaufen kann und wo nicht. Ich glaube, ich kann vor allem nur den Wegen folgen. Könnte ich mal machen. Vielleicht gibt es hier oben irgendwas Interessantes. Great. Kann ich hier drüber springen? Nein? Willst du nicht? Findest du nicht spannend oder so? Nein? Hast du nichts zu sagen? Zur komischen Absperrung mitten im Wald? Gut, dann gehst du halt zum Klo. Ist das ein Klo? Ich glaube, es ist ein Klo. Ja, da ist ein Herz drauf. Auf Klos sind immer Herzen. Kann ich da rein? Nein, du willst nicht aufs Klo. Gut, du hast kein Interesse, ein bisschen Pipi machen zu gehen. Finde ich verständlich. Ist deine Entscheidung. Ich respektiere es. Und gehe jetzt hier ein bisschen nach unten. Hier ist ja auch noch ein Weg, wo wir lang gehen können. Wo geht's hier hin? Sind wir nicht ganz am Anfang kurz mal hier lang gerannt? Nee, das ist aber woanders. Sieht nur ähnlich aus, weil es ein fucking Wald ist. Haha, sieht alles gleich aus. So wie Asiaten. Ja, alle. Ich finde Rassismus gut. Was Schönes. Okay, wir sind beim Wasser. Hier wollten wir ursprünglich hingehen. Ich schätze mal, hier gibt es auch irgendwas Interessantes zu sehen. Sonst wäre ich enttäuscht. Gruselige Musik. Am Wasser. Am helllichten Tag. Wir heißen Aspen. Okay, coming. Ach, deine Mutter liebt dich wirklich nicht. Aspen. Okay, das Spiel ist ein norwegisches Spiel. Ich schätze mal, dass das ein Name, der in Ordnung ist. Hier wurde die Musik so bedrohlich. Ich glaube, wir dürfen hier nicht hingehen. Deswegen gehe ich immer hin und ertrinke jetzt. Okay, schade. Ich wollte ertrinken. Mist. Aber okay, wir sollen nach Hause kommen. Es gibt Pizza. Du bist ein kleiner 11-12-jähriger Junge. Du solltest ziemlich gehypt sein darauf, dass deine Mama die fucking Pizza macht mitten im Wald. Wie viel Arbeit war das? Hat dir eine Tiefkühlpizza mitten aus dem Nichts mitgebracht und hier abgelagert, damit du jetzt eine Tiefkühlpizza essen kannst? Sei mal ein bisschen dankbarer. Fucking Tiefkühlpizza. Oh, könnte ich jeden Tag essen. Das ist so eine Sache, die wächst irgendwie nie aus. Egal wie alt man ist. Zumindest als Typ ist es irgendwie so, man kann immer Tiefkühlpizza essen. Das ist Wahnsinn. Es gibt ein Essen, das sind wahrscheinlich schon Leute, die mich jetzt länger abonniert haben. Ich laufe gerade absichtlich langsam, damit ich meine Geschichte zu Ende erzählen kann. Seit ich vielleicht 18, 19 war, habe ich einmal so ein Essen gefunden. Und zwar von Froster, die Bratkartoffel-Hähnchenpfanne. Und die esse ich seit wirklich 2-3 Jahren durchgehend. Ich könnte sie jeden Tag essen. Ich könnte sie jeden Tag dreimal essen. Ich habe schon mindestens 500 Mal dieses Essen gekauft. Und es wäre auch nicht langweilig geworden. Ich liebe es einfach. Das ist das absolute beste Essen, was es in irgendeiner Form gibt. Ich laufe gerade absichtlich ein bisschen drum herum, um zu gucken, ob vielleicht irgendeine Notiz liegt oder sowas. Ich kann ja auch reingehen. Okay, Cutscene-Trigger. Hätte sein können, dass an der Seite irgendwas liegt. Hui. Wer ist das? Buddy. Schwester? Freund? Hier. Nix? Okay. Great. Was sind wir das? Warte, waren wir das von unserer Mutter? Weil wir haben die Haarfarbe von unserer Mutter nicht gesehen. Wir haben uns auch nicht gesehen. Wir brauchen ziemlich lange, um diese Pizza zu essen. Sehr lange. Okay, ich vertraue dem Spiel nachts nicht. Ich glaube, es wird gruselig und böse. Mom. Hey Mom, wake up. Wake up. You've been asleep all day. Okay, Aspen. I'm up. Sorry. Why do you have to stay up so late? You're always tired. Aspen, I came here to work. You were supposed to be with your grandparents this weekend. Sorry. Just let me get some coffee. We'll go night fishing down by the lake or something. I just wanted to go to the bathroom. But it's dark outside. Aww. I'm sorry. Go get the flashlight and I'll come out with you. Die Mutter ist eigentlich voll lieb. Und das ist halt voll so ein verständliches Problem, dass sie halt auch arbeiten muss. Ich denke, das so. Look at the stars, Aspen. Oh. Sieht wirklich schön aus. Vielleicht kannst du dich mal ein bisschen beeilen. Ich meine, deine Mutter hat sie jetzt extra aufgeweckt, nur wo du pinkeln gehen musst. Die 5 Meter. Hättest vielleicht alleine gehen können. Aber gut. Öffnen. Oh, das ist niedlich. You wait right here, won't you? Of course. Ganz Insekten. Ekelhaft. Oh. So, what do you want to do tonight? Das ist die Mutter. Mom, I'm trying to pee here. Ich gehe mal nicht weg, weil er hat gesagt, wir sollen exakt hier warten. Deswegen bewegen wir uns jetzt auch mal nicht. We could make some hot chocolate. Mom! Oh.
Es kommt leider ziemlich wenig in so Spielen vor, dass die Eltern einfach richtig, richtig süß sind und halt nichts dafür können. Just wait off the path. I can't go while you're standing there. Okay, little man. If you say so. Okay, warte ich einfach mal hier. Das ist ein Spiel, da will ich gar nicht so viel reden. Da will ich einfach nur das Spiel für sich selbst irgendwie wirken lassen, weil die Atmosphäre echt jetzt schon ganz cool ist. Ist eine wirklich eine angenehme Verbindung zwischen Mutter und Sohn. Die einfach nicht so wirkt, als ob sie eine Bitch wäre oder ob er scheiße wäre. Die sind einfach voll in Ordnung. Kannst du jetzt auch mal pinkeln, Arschloch? Nein? Great. Ich habe mir das Gefühl, er ist gleich nicht mehr da. Ich gehe mal hier hin. Ist das oben am Weg? Oder ist das da hinten oben am Weg? Okay, du brauchst komisch lange. Kumpel, ich vertraue dir nicht. Bist du ins Klo gefallen? Hallo? Hallo? Wait, hallo? Das war ein Witz mit, du bist ins Klo gefallen. Du bist jetzt nicht wirklich ins Klo gefallen, oder? Wenn du jetzt nicht mehr da bist, dann wäre das sehr traurig. Dann wäre das sehr, sehr, sehr komisch. Ich warte schon ziemlich lange auf dich. So lange pinkelt niemand. Ist das hier oben am Weg gemeint? Ich renne in alle Richtungen. Are you done in there, Espen? Er ist nicht drin, oder? Oh, fuck, man. Er ist nicht drin. Der wird absolut sowas von nicht da drin sein. Stop messing around, Espen. I'm not in the mood. Wo soll er denn... I mean it, Espen. Come out. Ich meine, wo soll er denn hin sein? What the fuck? Jesus, Espen. How? What are you doing? Sorry. I thought I'd see if I could scare you after all. You were getting there. Also erstens, coole Idee, weil jeder damit rechnet, dass er abhaut. Aber andere Sache, wie ist er da rausgekommen? But don't scare me again. And you're washing the cups. Okay. Hey, can I go down to the pier in the morning? I want to try catch some crabs. I'm pretty sure you're not going to find any crabs. It's a freshwater lake. Anyway, the pier is broken and dangerous. Please don't go down there by yourself. Also ich finde es ziemlich cool. But I still want hot chocolate. Wenn wir abwechseln können zwischen Mutter und Kind, wenn du abwechseln bei dir spielen willst. I'm not going to pretend that I was a great mother. When Espen was born, I found, to my surprise, I felt nothing. My nightmare had come true, and I was left raising a child I didn't love. Ooh, okay. My friends became distant, and Espen's father and I began to fight. I resented them both, and one day, Espen and me were alone. But as Espen got older, I slowly began to realize something. I did love him. I loved him so much I ached. He became my best friend, my favorite thing. And I lost him. We lost each other. And I don't know if I can forgive myself. Or Espen. Da liegt eine Notiz links. Er ist draußen. Ist nicht gut. Ist er abgehauen. Espen, why didn't you wake me up? Okay, Espen, da liegt eine Notiz auf dem Tisch. Want some breakfast? Or lunch? We have eggs and bacon. Guess he's out playing. Okay, ich weiß nicht, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, unter irgendeinem Kommentar sogar, als ich mal in dieses Spiel reingeguckt habe, ich glaube, bei Harshly Critical war das, da hat jemand kommentiert, das ist halt wirklich eine richtige, wie soll man sagen, das ist keine Störung, aber ich glaube, ein Hormonproblem, dass man als Mutter nichts für sein Kind fühlen kann. Das soll, glaube ich, hier auch so sein. Hi Mama, du schläfst immer, wenn ich aufwache. Ist echt langweilig. Ich gehe draußen spielen. Great. Dann hoffe ich mal, du hast Spaß draußen spielen. Benutzt. Okay, das Radio kann ich ja mal. Ich gucke mich mal ein bisschen im Haus rum, bevor ich rausgehe. Ob ich hier irgendwas machen kann. I loved our room at the cabin. Espen's reflectors looked nice in the sunlight. And his drawings fascinated me. Welche Drawings? He soaked up the world. And it bled from his imagination to the page in pastels and pen.
The process always seemed to distill the harsh world into something pure. Alright. Das ist ein süßes Eichhörnchen. Kann ich da rein? Nein. Okay, gibt's noch andere Räume, die ich mir angucken kann? Hier ist, glaube ich, noch die Hintertür gewesen. Und? Geh nach draußen. Okay, warte, mach ich gleich. Ich will mich erstmal hier drin ein bisschen weiter umschauen, ob es noch vielleicht irgendwas anderes gibt. Kann ich was essen? Kühlschrank? Wait. Ah, hier lesen. Milchbrot, Käse, Salami, Pizza. Ah. Pizza Grandiosa und heiße Schokolade. Mit einem Lachsmile dahinter. Awesome. Also ich will sie mitnehmen. Genau. Great. Wait, du hast Pizza bestellt? Nach hier draußen? Fucking Mutter des Jahres, Mann. Das ist die fucking Mutter des Jahres. Sie hat Pizza bestellt in die Mitte vom fucking Wald. Die ist großartig. Sie liebt ihren Sohn. Sowas von. Sowas von liebt sie ihren Sohn. Okay. Es scheint ziemlich kalt zu sein. Ich glaube, es spielt irgendwo wirklich im Norden. Ich meine, es sieht nach Sommer aus. Wollte ich gerade sagen. What is he doing out in this cold? Okay, ich meine, er sagte, er wollte nach unten zu den Krebsen gehen. I hope you're not down on the pier. I told you that thing's dangerous. Er wird auf jeden Fall da unten sein. Ich finde es ganz cool gemacht, dass man hört, dass die Sprecher skandinavisch sind. Weil die so langsam Englisch sprechen und mit dem Mega-Akzent. Aber finde ich irgendwie ziemlich sympathisch. Hey! Obwohl, mir fällt gerade auf. Hey! Get away from my son! Wait, what? Wo? Was? Da hinten! Jesus! Espen! Get away from him! Espen, what the fuck? Ich komm da nicht. What the fuck? Warum? Okay, das ist irgendein cool Typ. What the fuck macht der da? Springst du vielleicht rein? Das wird viel zu kalt sein. Okay, doch, tu es. Vielleicht geht's. Aua! Schmerzen! No! Oh God! Please! Espen! Espen! Wir kommen da sowas von nicht dran. Aber ich werde es trotzdem versuchen. Kann ich vielleicht irgendwie irgendwas drücken, um schneller zu machen? Ich kann nur sprinten. Und das war's irgendwie. Ich komme dann auf keinen Fall dran. No! Oh, fuck my life. Ach, scheiße. Gut, das... Okay, das ist ein cooles Intro. Das ist ein ziemlich fucking cooles Intro, muss ich sagen. Okay, ich schätze mal, der Rest des Spiels wird dann jetzt bedeuten, wir müssen nach dem Kind suchen. Finde ich einen coolen Anfang, weil einfach jetzt erstmal am Anfang erklärt wurde, wie unglaublich sehr die beiden sich lieben, zumindest sie ihn. Und ja, jetzt ist wohl der Sohn weg. Ich finde übrigens, ein Ladebildschirm passt überhaupt nicht zur Atmosphäre. Warum ist das sowas Futuristisches irgendwas? Vielleicht wird es noch irgendwie futuristisch oder so? Weil ich meine, Soma wirkt am Anfang auch komplett normal und dann auf einmal BAM! Fucking Future Shit. Und so. Future Shit und so. Ich habe übrigens gerade eine Idee, was ich machen könnte. Problem ist aber, ich kann jetzt euch halt natürlich nicht nach der Meinung fragen. Ich probiere es vielleicht gleich mal aus. Ich erzähle euch gleich, wenn wir vielleicht aus der Cutscene hier raus sind oder irgendwas machen können, was ich nicht unterbrechen könnte. Okay, das ist ein Wikingerboot. Das ist ein fucking Wikingerboot. What the fuck geht hier ab? Alright. Sind wir da? Wir sollten vielleicht irgendwann umziehen oder sowas, sonst fucking erfrieren wir noch. Das Handy geht nicht mehr, ne? Ah doch, es geht. Nein, es geht nicht. Das war zu erwarten. Great. Hast du das Handy weggeworfen? Espen! Okay. Kurzer Vorschlag. Ich weiß, wir müssen es mal kurz ausprobieren. Das will jetzt ein bisschen das unsere Stimmung reißen. Ist es vielleicht nicht sogar cooler, wenn wir die Sprachausgabe wirklich auf Norwegisch machen? Ich will es einfach mal ausprobieren, weil ich meine, das ist halt die Muttersprache von den Charakteren. Es könnte komischer kommen. Ich meine, die Sache ist ja, unser Untertitel bleibt trotzdem deutsch. Ich will einfach mal ausprobieren, wie es klingt. Vielleicht klingt es ja einfach cooler und atmosphärischer. Ist vielleicht eine dumme Idee, vielleicht ist es dämlich, aber ich will es einfach mal ausprobieren, weil die Atmosphäre dadurch vielleicht echt steigen könnte. Ich weiß nicht, ob ich hier gerade durchrennen soll oder an den Seiten gucken, ob ich irgendwas finde. Weil ich meine, theoretisch sollten wir den Typen folgen, deswegen renne ich einfach mal. Ich gehe mal davon aus, wie es nichts versteckt. Okay, es klingt irgendwie schon ganz cool. Ich bitte, alle hassen mich jetzt. Alle hassen mich jetzt, egal. Okay, rechts oder links? Ich gucke erstmal links. Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Alright, einfach rennen, einfach rennen. Okay, die Waldatmosphäre kommt schon ziemlich cool. Ich weiß, was die Leute gemeint haben bis jetzt. Weil ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in einem Wald bin. Es wirkt halt nicht, als ob irgendjemand das hier programmiert hätte, sondern als ob es einfach Screenshots von einem echten Wald wären. Die haben sich echt ziemlich Mühe hier mitgegeben. Oh, was ist das? What the fuck is... Alright. What the fuck ist das? Das wird abgestürzt, ne? Oder das war früher mal irgendwie vielleicht ein Gebäude drunter? Ich weiß nicht. Sieht aber aus, als ob es einfach nur eine Brücke abgestürzt... Ja, okay, die Steine oben sind wahrscheinlich einfach gestürzt, damit sie nicht runterfallen. Okay. Auf jeden Fall interessant. Kann ich hier drüber?
Okay, man kann also verschiedene Wege gehen und kommt dann immer am gleichen Punkt an. Das haben sie ganz gut gemacht. Kann ich es aufmachen oder musst du überspringen? Oh, ich muss gegenlaufen. Das ist natürlich auch eine Lösung. Wait, what? Wait, what? Irgendwelche Menschen unter einem brennenden Zelt und irgendwelche komische Runen oder sowas in der Richtung. Ich weiß nicht. Und hier ist fucking Stonehenge. Great. Stonehenge. Ich mag Stonehenge. Stonehenge ist awesome. Great. Okay, wir sind in irgendeinem komischen Wikinger-Ritualort oder irgendwas in der Richtung. Sieht aus wie eine Ritualstätte, das sieht aus wie eine Festung. Wo sind wir? What the fuck? Und das ist die Mutter des Jahres dafür, dass sie ins fucking Eiswasser gesprungen ist und sich danach nicht einmal beschwert hat. Okay, ist das ein Speicherpunkt? Das ist ein Baumzeichen? Und das Mürkstadt oder irgendwie sowas, keine Ahnung, das ist... Das ist schon wieder dieses komische brennende Zelt, das wir vorhin gesehen haben. Aber diesmal sind da Bäume drunter und keine Menschen. I don't know. Ich habe keine Ahnung, was das bedeuten soll. Bitte geht die Tür nicht zu, während ich versuche hier reinzulaufen. Nein, sie geht nicht zu. Sehr gut. Wir sind im fucking Wikingerdorf. Das sieht übrigens ziemlich awesome aus. Hallo? Hallo? Okay. Norwegisch für Anfänger. Hallo auf Norwegisch heißt Hallo. Great. Ich werde es lassen. Tut mir leid für die Leute, die jetzt lieber englischen Original-Sound hätten, aber Original-Sound, englischen Sound hätten. Aber ich finde es echt cooler, wenn man die Originalvertonung macht. Verstehen vielleicht ein paar Leute von euch, die vielleicht Animes gucken und es cooler finden, wenn die Sprachausgabe auf Japanisch ist und nur mit deutschen oder englischen Titeln? Weil es wirkt einfach, ich weiß nicht, emotionaler, wenn die Leute in ihrer eigenen Sprache sprechen. Vielleicht hassen mich jetzt alle. Ich bleib jetzt bei dem Punkt, ist mir auch egal. Ich find's cooler. So. Okay. Okay. Sieht von der. Das nimmt ein Schwert vielleicht mit. Das könnte vielleicht hilfreich sein. Ich weiß übrigens nicht, ob es hier im Spiel Monster gibt oder irgendwo, ob man sterben kann oder irgendeine Gefahr gibt. Ich habe einmal vielleicht einen 2-Minuten-Clip gesehen, dann habe ich ein paar Kommentare gelesen, um zu gucken, ob Leute das Spiel geil finden oder nicht. Und haben alle gesagt, das Spiel ist super atmosphärisch und super gut. Deswegen weiß ich nicht, ob es die Gegner gibt, ob es irgendeine Gefahr gibt, ob man kämpfen kann. Ich habe überhaupt keine Ahnung von irgendwas. War ich da schon drin? Nee, ne? Offene Tür. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier drin irgendwo ein Jumpscare ist oder sowas. Obwohl. Ich glaube zwar nicht, dass es die Jumpscares gibt, aber ich meine, das Spiel könnte mich auch überraschen. Wirklich böse Jumpscares haben. I don't know. Ich dachte bei Sarah is Missing nicht, dass es wirklich gute Jumpscares hätte und dann bin ich gestorben. Wenn das halt passiert. Wenn that happened. Okay, hier ist nirgendwo was drin. Da kann ich nicht rein, ne? Na. Oh doch, ich guck mal. Na, da kann ich anscheinend nicht rein. Okay. Ich finde es gut, dass ich bei manchen Sachen drüber laufen kann und nicht an jedem Scheiß hängen bleibe und dann wieder umdrehen muss. Das haben sie ganz gut gemacht. Ich kann mit Steinen zum Beispiel drüber laufen und bleib nicht hängen. Okay. Wir sind übrigens ziemlich entspannt dafür, dass unser Kind jetzt gerade entführt wurde. Da ist eine Kerze dran. Die brennt. Und Notiz. Alright. Okay. Alten Erik. Geschichten der Dorfbewohner. Der alte Bastard ist gestern Abend ins Dorf gekommen. Der feige Hurensohn hat Reiders Jungen mitgenommen. Der Bastard. Niemand hat ihn kommen sehen, obwohl wir seit Wochen Wachen aufstellen. Der Junge hat keinen Mucks von sich gegeben. Das arme Ding. Exakt das, was uns passiert ist. Wir haben alle große Lust, endlich da hochzugehen und dem Ganzen ein Ende zu setzen. Aber da sind noch die Tore. Die verfluchten Tore öffnen sich nicht für unser eins. Alles, was wir tun können, ist abzuwarten und zu hoffen, dass Reiders Junge der Letzte war. Die Verderbnis dieses Mannes. Sein Herz, wenn er denn eins hatte, muss so verwest sein wie ein ewig totes Schwein. Und unsere Götter tun nichts. Verflucht seien sie alle, das ganze faulige Pack. Und verflucht sei der moderne Bastard Erik. Also scheint ein Typ zu geben, der einfach irgendwelche Kinder klaut und die irgendwo hinbringt, wo die Menschen nicht hin können. Und unterschrieben ist das von Thorsten. Erik? Kennt? Det gikk et sagn i byen jeg bodde i som liten, om en skikkelse de kalte Gamle Erik. Okay. Det ble sagt at han snek seg inn i folks hus om natten og tok med seg rampete barn. Det er en bisschen märchenmäßig. Foreldrene mine sa alltid at jeg måtte oppføre meg, ellers kom Gamle Erik for å ta meg. Alright. Det slo meg ikke i det hele tatt akkurat da at personen i boken kunne være den samme mannen som i sagnet. Men litt senere. Okay, das, was die Person jetzt sagt. Da er ikke like sikker lenger. Das, was die Mutter halt in diesen komischen Tonaufnahmen sagt, ist anscheinend eine Polizeiverhörung oder sowas. Oder irgendwo anders, wo sie halt aufgezeichnet wurde, was sie über das sagt, was gerade jetzt passiert. Oh. Cool gemacht. Da kann ich nicht rein. Oh, doch, da kann ich rein.
Ey, das Spiel ist super. Das gefällt mir jetzt schon richtig, richtig gut. Also es scheint irgendwie ein Spiel, was auf nordischen Märchen und Mythen basiert zu sein. Weil das Problem ist halt, ich schätze mal, die meisten von euch... Da kam das nur so vor. Ich schätze mal, ich und auch die meisten von euch haben keine Ahnung von nordischen Märchen. Deswegen ist es ganz interessant, mal so ein paar Märchen zu hören. Und was die so glauben, was die so ihren Kindern erzählen. Ich gucke hier unten auch nochmal. Hab das gehört. Ich habe da gerade links von mir ein paar Schritte gehört. Strange. Alright. Ich gucke mich, wie gesagt... Ich höre die ganze Zeit was. Ich gucke mich erstmal in den ganzen Seitenräumen um. Aber ich will keine Notizen oder sowas verpassen. Vielleicht ein paar Märchendinger. Da ist die ganze Zeit was. Ich dachte, ich höre da immer was. Okay, ich gucke mal schnell oben. Vielleicht gibt es hier auch noch was. Da, ich wusste es. Das ist... Nee, das ist so eine Kerze. Das sieht aus wie ein Thron oder sowas. Zur Hölle, kann ich hier runterspringen, fallen? Nein. Okay, also... Oh, vielleicht hier hinten? Ich will, wie gesagt, nichts übersehen. Wenn ich jetzt rausfinde, dass an solchen Stellen selten Notizen liegen, dann lasse ich es vielleicht. Aber ich will zumindest hier am Anfang des Spiels mal gucken, ob an solchen Stellen mal möglicherweise ab und zu was versteckt ist. Obwohl das hier vielleicht sogar ein bisschen Overkill ist, weil ich glaube, hier oben ist nichts. Hopp, hier war nichts. Gut, dann gehen wir mal nach unten. Schauen wir mal unten nach, was es hier so gibt. Nichts, nichts, nichts. Okay. Machen wir. Okay. Wenn so ein Zaun kommt, weiß ich mal nicht, ob ich irgendwas hätte sehen sollen, was ich gerade verpasst habe. Okay, rechts oder links zuerst? Ich guck jetzt mal hier. Ich frage mich, ob das hier überhaupt noch die echte Welt ist oder ob wir schon in so einer Märchenwelt gefangen sind. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun, dass sie dachte, dass sie ihr Kind nicht liebt oder sowas und dass irgend so ein Geistmonster gibt, was Kinder verschleppt, die nicht geliebt werden oder sowas. Ich weiß nicht. Kann sein. Der Racker. Geschichten der Dorfbewohner. Hab gestern vom Wachturm aus ein Glimmern in der Nacht erspäht. Die Musik ist übrigens gerade awesome. Muss dieser seltsame Rackermann sein, der wieder seine Laternen entzündet. Wenn ich sehe, wie er da so im Dunkeln rumschleicht, will ich meinen Bogen noch fester packen. Aber er ist der Einzige, der die Toten wegbringt und dafür sorgt, dass die Pfade beleuchtet sind. Er macht schon länger, als alle denken können, aber keiner weiß warum. Es sieht ihn auch keiner, wenn es macht, weil er immer nur in tiefschwarzer Nacht arbeitet. Die Alten stellen ab und zu Körben mit Brot außen an den Zaun, damit er zu essen hat. Am nächsten Morgen sind sie immer fort, es sei denn, ich beobachte sie die ganze Nacht. Dann wird das Brot hart und die Krähe fressens. Scheint, als könne ich nach dem alten Racker Ausschau halten, so viel ich will. Er hat mich besser im Blick, als ich ihn. Okay. Also, ein Mann, der die Toten, die Leichen wegbringt und irgendeinen Pfad beleuchtet. Ich weiß nicht, ob damit gemeint ist, ob er wirklich die Leichen wegbringt oder ob er die Geister ins Jenseits bringt, in dem Sinne. Aber das scheint ja so eine Art Fährmann zu sein, so ein... Wie ist er im Griechischen? Charon? Irgendwie sowas? Charon? Ich weiß nicht, wie man ausspricht, aber der Typ, der über den Styx schwimmt mit seinem coolen Boot und der nur die Leute abholt, wenn die eine Münze im Mund haben und so ein Shit. Gibt ja irgendwie fast in jedem Glauben oder in jeder Mythologie so eine Art Wesen, das irgendwie die Toten wegbringt. Okay. Ich kann die meisten Häuser nicht rein. Was ich teilweise gar nicht so schlecht finde, weil ich dann nicht überall hoffen muss, dass ich irgendwie noch was finden muss. Ich glaube, da rechts kann ich auch nicht hin. Nein, hier ist was. Ist das? Espens, han har mistet den. Jeg kommer, lille mann. Genau deswegen will ich es auf Norwegisch haben, weil es klingt gerade von der Aussprache einfach viel cooler. Reflektoren. Alright. Okay, ich schätze. Espen war schon klar i reflexene sine. Han samlet den fra ukeblader og frokostblandinger. Og jeg kjøpte en del til han på bensinstasjonen ved huset vårt. Han pleide å henge dem fra gardinstangen på soverommet vårt på hytta og lyse på dem med lommelykten om natten for å se dem skinne og blinke. Jeg kunne ikke tro at dette faktisk skjedde på ekte, men noe jeg var helt sikker på var at refleksene jeg fant der var hans. Det jeg ikke visste da, var at han hadde flere, som okay, jeg kunne wenn ich følge. De dinger finde, weiß ich, dass ich richtig bin. Okay. Solange wir die Dinger finden, wissen wir, dass Espen noch lebt. Interessant. Abholen. Was ist das? Ring aus Birkenruten. Askeladen und die Prinzessin. Brüder, ich fand einen Ring aus Birkenruten. Okay, das sind alles irgendwelche Sachen aus Märchen, wie der Vogel, den wir am Anfang auch gefunden haben. Okay, ich...
Das war gerade ziemlich böse versteckt, hier oben in der Ecke. Ich schätze mal, wir werden auf keinen Fall alles finden im Spiel. Wenn doch, würde mich das sehr freuen, aber ich glaube es einfach mal nicht. Ich glaube, ich kann übrigens hier unten noch weiter, weil ich dachte, die Tür ging nicht auf. Ich glaube, ich kann hier einfach aufrennen. Ja. Okay, hier ist noch irgendeine komische Ritualstätte. Habe ich hier meine Taschenlampe dabei? Wahrscheinlich noch nicht, ne? Ist ja sowieso noch zu hell. Okay. Ich merke übrigens, das Spiel läuft in der richtig komischen Framerate. Es läuft so auf 40 FPS. Was so genau zwischen den 50 ist, die man für YouTube machen kann. Und halt den ganz normalen 30. Das, ich überlege die ganze Zeit, wie ich das Video in Render. Also wenn ihr es jetzt in 50 FPS sehen solltet, fühlt sich vielleicht nicht an wie 50, weil das Spiel teilweise zwischen 30 und 45 wackelt. Ich weiß nicht warum. Performance ist so, aber sie ist okay, es laggt ja nicht. Ist voll in Ordnung. Besser als ein Mount Free Slaughter Miss Street, wo sie absolut schrecklich war. Das hab viele von euch gemerkt haben. Okay, die Atmosphäre ist echt cool. Wenn ich die Grafik auf ganz hoch, ich bin ganz gut. Habt ihr die Gewitter-Sounds gerade gehört? Die waren awesome. Ich glaube, ich will kurz gucken. Ja, ich habe eigentlich alles auf. Ja, okay, ich habe alles auf ganz hoch. Great. Ich wollte wissen, ob das Spiel vielleicht sogar noch schöner aussehen, weil ich finde, es sieht sehr, sehr, sehr nett aus. Das ist wirklich eine richtig gute Waldatmosphäre. Ist hier was eine Ecke? Nope, nichts. Okay. Ich sollte vielleicht bald mal eine Taschenlampe bekommen, weil es wird langsam recht dunkel. Was ist das? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube, in so Stellen muss ich echt nicht gucken. Ich glaube, einfach mitten im Nirgendwo werden keine Gegenstände sein. Die werden schon auf irgendwelchen Stellen sein, wo man es auch gut erkennen, schätze ich. Wie sowas? Mürkstadt. Was auch immer das bedeutet. Willst du irgendwas dazu sagen? Nein. Aber es scheint, wir laufen den richtigen Weg. Und da hinten diese unglaublich schlecht texturierten Berge, wo man einfach sieht, dass die einfach eine Wand sind. Aber great. Die sind halt auch da. Wait, ich kann da lang und ich kann... Ich guck mal kurz, was hier ist. Ist das hier ein richtiger Weg? Wait, kann ich komplett drumherum auch laufen? Okay, ich glaube, es ist wieder so eine Möglichkeit, wo wir einfach zwei verschiedene Wege gehen können. Ja, okay. Also ich schätze mal, es gibt einfach ganz viele Wege, die parallel... Was? Meinst du das Ding hier? Oh! Das ist ein Typ, der was in der Hand hält. Ich hab's von der Seite gar nicht gesehen. Okay, krass. Das ist ein riesiger Steingolem oder sowas. Krass. Okay, okay, der Weg war halt tatsächlich nur dafür da, um das Ding hier zu sehen. Oh, guck euch mal. Guck euch mal die Lichteffekte an. Die sehen einfach verdammt geil aus. Oh, die Sonne blendet richtig. Die blendet sogar in echt. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Weil normalerweise ist Licht in Spielen ja null blenden, sondern ist einfach da. Macht's hell. Und die Sonne hat mich gerade echt geblendet. Cool gemacht. Okay, ich glaube, es lohnt sich anscheinend doch ein bisschen zu erkunden. Weil das Ding an der Seite, da wären wir niemals hingekommen, wenn wir direkt drüber gelaufen. Esbam! Der brüllt einfach. Bestimmt sagt er gleich ja hier. Naja. Oh, andere Idee. Falls irgendjemand von euch die Story von Silent Hill kennt, vielleicht ist das hier so ein nordisches Silent Hill. Also dass es einfach so eine Umgebung ist, die nicht echt ist, aber die man geschickt wird, wenn man irgendwelche Sachen verarbeiten muss und alle die eigenen Emotionen... ich hab gedacht, der Typ da hinten bewegt sich. Und alle eigenen Emotionen, Ängste und alle verschiedenen Sachen, die man fühlt, manifestieren sich halt in der Umgebung. Dass vielleicht die Märchen, die hier alle vorkommen, irgendwelche Ängste von ihr sind und irgendwelche Zweifel, die sie hat und alles in der Richtung... Weil das fand ich in Silent Hill eine ziemlich geile Story und der Sound ist verdammt gut. Das klingt echt wie ein richtiges Gewitter. Geil. Ich bin richtig gehypt auf das Spiel. Ich freue mich gerade richtig, das spielen zu können. Ich habe ein bisschen Angst gehabt, dass es vielleicht so ein Standard-Horror-Game wird, aber es ist echt verdammt gut. Ach du Kacke. Und ich merke jetzt auch, was die Leute damit meinen, dass es kein Spiel ist, das man ein Part spielen sollte. Weil dann kommt die Atmosphäre echt gar nicht rüber. Ja, da können wir nicht rüber. Kann ich springen? Nein. Nein, ein bisschen unten in die Höhle rein. Das war great. Da können wir nicht mehr hoch, ne? Nope, da können wir nicht mehr hoch. Dann sprinten wir mal hier runter. Da unten war, glaube ich, was. Ne, es war nur eine komische Lichtreflexion. Okay, hier können wir weiter runter. Weiter tiefer in die Höhle rein. Oder wir gehen... Warte mal, ist da auch was? Ja, hier geht es definitiv weiter runter. Aber ich will jetzt mal kurz gucken, ob da hinten irgendwas ist. Weil hier ist das... Sieht sehr komisch aus. Hier ist hier so eine komische Schrift. Hat irgendwas bedeutet? Anscheinend nicht. Kann ich hier hochlaufen? Nein, okay, soll ich auch nicht. Soll ich auch nicht. Okay, ja, gut. Einfach nur zum Anschauen hier. Great, dann laufen wir da hinten weiter tief in die Höhle rein. Ich weiß noch nicht, warum du denkst, dass dein Sohn hier sein sollte. Ist ziemlich unwahrscheinlich, wenn du mich fragst, dass es in irgendeiner random Höhle ist. Aber gut,
folg einfach deinem Weg. Das wird schon stimmen. Das Einzige, was mir Angst macht, ist, dass man hier halt, die Soundaufnahmen, wo sie über die Sachen redet, im Nachhinein, in der Polizeistation oder wo auch immer, sagt ja die ganze Zeit, dass sie ihren Sohn verloren hat. Und es klingt so, als ob sie ihn auch nicht mehr wiedergefunden hat. Geht's da oben weiter? Ne, da geht's nicht weiter. Aber ich weiß nicht. Also ich gehe mal stark davon aus, wir werden unseren Sohn nicht mehr wiederfinden. Na, es bin's nun lügt. Alright, was ist das da rechts? Das ist eine Jacke. Warte, wo ist denn... Ach, du meinst schon da hinten, ne? Ja. Da ist eine fucking... Ist denn die fucking Jacke? Du siehst deine Jacke und du sagst, nein. Oh nein, da ist eine Taschenlampe. Ich bin... schnell. Ich skade ham. Du wager ikke røre ham. Hold ut, Espen. Jeg på vei. Okay, ich gehe stark davon aus, dass es irgendwas Silent Hill-eskes, dass es wirklich in die Richtung von Silent Hill geht, mit der Story hier. Okay, ich habe gerade einen Erfolg bekommen. Der hieß übersetzt, es gibt kein Ich in Verleumdung, also es gibt kein I in Verleumdung auf Englisch. Gut, Denial. Wir haben ja schon ein paar Horrorspiele gespielt, wo es darum ging, dass Leute was verloren haben. Und die, ich kann es gerade nicht genau richtig zitieren, aber es gibt ja die 3, 4, 5 Schritte des Verlustes. Føltes det som at noe inni meg knuste. Det var først da det gikk opp for meg hva som faktisk hadde skjedd. Han hadde blitt stjålet fra meg. Den lille jakken hans som bare lå der i denne mørke, kalde hulen. Jeg var mammaen hans. Jeg skulle jo passe på han. Han stolte på meg, og jeg sviktet han, som jeg hadde gjort så mange ganger før. Den var som et symbol på hvor mislykket jeg var. Jeg lovte meg selv å finne han og få med meg hjem i god behold. Jeg håpet bare det var et løfte jeg kunne holde. Nei, det har vi ikke angemacht. Altså, de 5, 4, ich weiß nicht, wie viele Schritte waren, es gibt diese verschiedenen Schritte des Verlustes. Und das erste ist halt Ablehnung, dass man halt nicht akzeptiert, dass man irgendwas verloren hat. Ich glaube, das nächste war Wut, dann Depression, dann Trauer und dann Akzeptanz oder irgendwas in der Richtung. Ich weiß nicht mehr genau, ich kann es auch nicht richtig, nicht immer richtig rezitieren, aber ich schätze, ein paar von euch werden schon längst in die Kommentare geschrieben haben, worum es geht. Aber ich glaube, es wird darum gehen, dass, könnt ihr euch noch an Mother's Inferno erinnern? Das ist so ein kleines Indie-Spiel, was sehr, sehr abgefuckt ist. Und da ging es auch darum, dass eine Mutter ihr Kind verliert und durch die verschiedenen Schritte des Verlustes geht und die alle halt verschieden dargestellt wurden. Ich glaube, hier in dem Spiel wird es auch um was sehr Ähnliches gehen, dass man halt durch die verschiedenen Schritte geht, wie ein Elternteil ein Kind verliert. Und ich glaube, nichts hiervon ist real. Ich glaube, entweder sind wir halt verrückt geworden oder es ist so ein Silent Hill-mäßiges, dieser Ort halt einfach nur für Eltern ist, die ihr Kind verlieren und es alles eigentlich gar nicht wirklich passiert. Dass das Kind vielleicht einfach nachts abgehauen ist und sich verlaufen und ertrunken ist. Irgendwie sowas. Vielleicht ist einfach ein Steg gefallen und gestorben. Ist ein bisschen doof, dass man auf so Ideen schon kommt, wenn das Spiel gerade vor gefühlt einer halben Stunde angefangen hat oder so. Die See ist übrigens echt schön, ne? Great. Aber ja, ich dachte, ich will es euch nicht verheimlichen, dass ich schon eine kleine Vermutung habe, in welche Richtung das gehen könnte. Und wenn das stimmt, ich habe nichts irgendwo nachgeguckt. Ist ja einfach nur, es beruht einfach nur auf dem, was ich bis jetzt gesehen habe. Das Ding wird aufleuchten. Ja. Todesweg. Ist halt, da ist übrigens ein Monster. Das ist nicht so cool. Das ist ein Troll oder sowas. Great. Ich weiß noch nicht, wie gruselig die nordische mythische Wesen hier darstellen können. Oh, great, das klingt nicht schön. Okay. Es war immer sehr dunkel geworden, möchte ich mal gesagt haben. Das ist nicht so cool, das gefällt mir nicht. Ich muss in die Höhle da rein. Oder ist dieses Stein wie von eben? Okay, ich höre da hinten irgendwas. Das ist von da, wo ich das Ding sogar gesehen habe. Wow. Alright. Okay. Das ist düster. Ugh, wie für den Lukt. Das ist ein totes Tier. Das ist ein Hund. Guck ich den vielleicht an, oder... Ah, der ist komplett verwest. Das war... Oh, das war great. Okay, hier ist Feuer. Das ist halt einfach da. Hier kann ich wahrscheinlich nicht durch, ne? Ist da hinten was? Nein. Gut, dann laufen wir einfach mal vorbei. Tun so, als ob hier nichts passiert wäre.
nichts gesehen hätten. Kein toten. Oh Gott! Das ist nichts zu sagen. Ein Mensch, ja? Blitzmerker, dankeschön. Lesen. Alright. Troll. Oh, ich wusste es. Geschichten der Dorfbewohner. Verflucht sei diese Bestie und verflucht sei ich nah dafür, dass ich hier bin. Dachte, ich könnte vielleicht ein, zwei Hasen in der Trollhöhle finden. Schon tot und gehäutet. Hab nach der verdammten Kreatur Ausschau gehalten, bevor ich reingekommen bin und sie war nirgends zu sehen. Narr. Ich hab ihn zu spät kommen hören. Hat mich dabei erwischt, wie ich seine Beute gestohlen habe. Die Kreatur kann reingeschlurft. Zog zwei blökende Schafe an den Beinen hinter sich her. Werd nicht lang genug leben, herauszufinden, wie ich sie nicht hab kommen hören. Hat mich zweimal gegen die Wand geschleudert und die Schafe gefressen, während ich vor Schmerzen gestöhnt habe. Beine gebrochen, Kiefer ausgerenkt. Glaub nicht, dass ich es bis zum Morgen schaffe, bis ihm wieder einfällt, dass ich hier bin. Was für ein Narr ich da bin, wegen eines Hasen. Wer diese meine letzten Worte findet, der sei gewarnt, Robert. Great! Wir trinken jetzt einen Troll. Troll? Mein. Okay. Atmosphäre on point. Können wir hier dann durchknien? Ja, mit Steuerung. Gut. Gibt dir wohl einen Troll. Das sind gute News. Nicht? Okay, wie haben die den Troll designt? Ich will jetzt echt wissen, ob sie es hinbekommen haben, so ein mehr oder weniger lustiges Fabelwesen wirklich gruselig darzustellen. Aber ich glaube, soweit ich weiß, sind Trolle in der nordischen Mythologie alles andere als so lustig wie in den meisten westlichen Filmen, Serien und sowas. Ich glaube, die sind wirklich richtig gruselige Monster. In deren Glauben. Also in deren Aberglauben. Okay. Ich glaube sogar in skandinavischen Ländern glauben relativ viele Leute tatsächlich immer noch an Trolle. Ich weiß nicht, ob es so stimmt, aber ich glaube, ich habe es irgendwann mal gelesen, dass viele Leute in Skandinavien noch relativ abergläubisch sind und dann solche Sachen teilweise sogar noch glauben. Wahrscheinlich jetzt nicht in den Stadtgegenden, aber wahrscheinlich in den bisschen dörflichen Gegenden schon. Okay. Da frage ich mich gerade, gibt es eigentlich irgendwelche deutschen Mythologien? Also irgendwelche Monster, an die Deutsche glauben? Ich glaube nicht, ne? Hier gibt es, glaube ich, absolut gar nichts. Nur einen Erfolg bekommen. Weil ich hier in den Ort gegangen bin, okay? Was ist das hier? Können wir wahrscheinlich lesen, wenn man wüsste, was da stehen würde. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, ob da wirklich was steht oder ob das Bullshit ist. Ich gehe mal davon aus, da steht wirklich was. Sieht übrigens ziemlich cool aus. Okay. Oh, da hinten. Da ist was. Kann ich da hin? Ich kann mal gucken, ob ich da zur Seite laufen kann. Da hinten habe ich gerade irgendwas gesehen, irgendwas reflektiert. Ich weiß nicht, was war, ob es ein Feuer war, irgendein Licht war, aber ich kann da gar nicht in die Richtung laufen. Wo muss ich jetzt lang? Seitlich irgendwo, ne? Ich habe ein bisschen Angst, dass der Troll gleich irgendwie mich verfolgt oder sowas, weil ich will nicht vor dem wegrennen müssen. Das wäre nicht schön. Das wäre absolut nicht geil. Wait, wo muss ich lang? Ich kann hier seitlich nicht lang. Bin ich. Hier muss ich doch lang laufen, oder? Hier links, rechts? Hä? Ich bin jetzt tatsächlich ein bisschen verwirrt. Was soll ich denn. Okay, es muss irgendwas hier sein. Oder bin ich komplett falsch gelaufen? Ich gucke nochmal kurz nach. Nee, ich kann nicht nichts. Ich kann ja auch nicht drüber oder so. Ich kann ja nur drauf. Ich glaube, ich soll auch nicht weiter. Das ist definitiv einfach nur ein Infoding. Also hier so, hey, du hast es gefunden. Ich meine, da hinten, seht ihr das? Da ist was. Aber ich glaube, ich sollte nicht durchs Wasser laufen. Das geht nicht mal. Ich gucke mal, konnte ich vielleicht irgendwo noch in der Höhle anders laufen? Ich habe keine Ahnung. Hier drüber? Nein, hier geht es definitiv nicht lang. Nein. Okay, ich laufe mal wieder zurück. Auf den Weg, wo ich hergekommen bin. Okay. Okay. Es fühlt sich gerade nicht so an, als ob ich hier wirklich langlaufen sollte. Oder war das alles hier nur so ein Bonusweg? Von wo bin ich denn nochmal gekommen? Wo ist denn der Höhlenausgang? Hier? Kann ich hier langlaufen? Ihr hört das, ne? Ich bild mir das nicht ein. Oh mein Gott! Das ist wirklich ein fucking Troll!
Fuck that, da gehe ich nicht lang. Ich gehe lang. Weg vom Troll. Das ist besser, das gefällt mir mehr. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber ganz hinten hinter Bäumen war so ein riesiger Schatten. Und da war wirklich ein Troll. Und der sah gruselig aus. Den will ich nicht begegnen. Gänsehaut. Das ist echt cool gemacht, weil das Spiel ist ja im Prinzip jetzt aktuell noch kein Horror-Game. Aber die Atmosphäre ist einfach sowas von gut. Ich fühle mich halt wirklich, als ob ich durch den Wald laufen würde. Wenn ich wirklich wissen würde, wo ich lang muss. Ich weiß ja auch nicht, wo ich lang muss. Aber ich glaube, das ist der richtige Weg. Ich habe Angst, dass der Troll gleich irgendwie neben mir auftaucht und ich vor ihm wegrennen muss oder so ein Scheiß. Ich fühle mich gerade nicht wohl. Ich fühle mich absolut nicht wohl. Ich möchte, dass das aufhört. Vielen Dank. Alles super. Dankeschön. Und ich hoffe echt, dass hier an den Seiten nicht irgendwo Notizen oder sowas versteckt sind, aber ich glaube es nicht, weil das wäre ein bisschen mies. Einfach mitten im Wald. Ist da oben was? Nein. Ich fühle mich jetzt echt gerade so ein bisschen nervös um, weil ich nicht will, dass irgendwie gleich der Troll neben mir auftaucht oder sowas, den ich einfach vorhin nicht gesehen habe. Das ist ja doof. Das ist ja sehr doof. Alright. Hier ist was. Nee, ist nur Wasser. Okay. Gut, dann... Die Steine sehen gruselig aus. Oh no. Von hier bin ich nicht gekommen, ne? Nein. Okay, soll ich hier runter? Kann ich hier runter? Ich kann ja gar nicht. Doch, ich kann da runter. Nein, kann ich nicht? Ich soll ja gar nicht runter. Anscheinend. Ich hatte Angst, dass der vielleicht hinter mir steht und ich nur ganz kurz hingucken sollte. Muss ich da echt nicht rein? Kann ich mich hinknien? Ich soll da echt nicht rein. Okay, gut. Komisches Loch dann. Warum ist das denn da? Aber gut. Wieso bin ich überhaupt hier? Jetzt bin ich gerade ein bisschen... Oder bin ich... Ich bin noch nicht von hier gekommen, oder? Wenn ich von hier gekommen bin, dürfte mich übrigens jetzt alle einmal schlagen. Oh nein, ich bin nicht so weit gelaufen. Und dann hätte ich den Troll auch schon auf dem Hinweg gesehen. Jetzt bin ich mir gerade gar nicht mehr sicher. Jetzt bin ich stark verwirrt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht doch von da gekommen bin und einfach der Weg hinter mir zugesperrt wurde. Bin ich von hier gekommen? Ich fühle mich jetzt sehr dumm. Ihr könnt mich jetzt alle mal kurz hassen. Wenn ich wirklich von da gekommen bin. Wenn nicht, dann bin ich smart. Ich bin nicht smart. Ich bin ein Idiot. Okay, wo muss ich hier lang? Ich meine, hier geht ja bis jetzt kein Weg zur Seite. Das ist einfach ein ganz normaler... Simpler Weg. Ja. Aber ich bin von da gekommen. Great, ich bin ein fucking Vollidiot. Okay, dann muss ich wohl doch irgendwo hier oben gucken, wo es hier weitergeht. Auch wenn ich trotzdem immer noch keine Ahnung habe, wo es jetzt... Ui. Vielleicht muss ich dem Troll folgen. What the, das ist schon wieder ein Typ. Das ist eine gigantische Steinstatue. Und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Okay, hier geht's weiter. Okay, wir müssen echt dem Troll folgen. Wieso? Ja, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir absolut gar nicht. Gut. Ist da ein Licht? Okay. Oh, da hinten. Oh mein Gott. No. No. What the fuck? What the fuck? Wir haben vom Troll verfolgt. No. Renn weg. Jeg lette egentlig skjul etter julegaver. De så så unge og forelsket ut før jeg ble født. Jeg husker godt at de
så ut som noen andre personer enn de jeg trodde jeg kjente. Det var liksom noe veldig annerledes med dem jeg ikke helt kunne sette fingeren på. Det var som å løfte et slør av noe som egentlig ikke var ment for mine øyne. Denne øyen føltes akkurat ut som det. Bøkene, trollet og den ødelagte månen. Det var ikke meningen at jeg skulle se noen av de tingene. Jeg hadde tråkket inn i en fremmed hage der jeg ikke hørte hjemme. Ok. Det ser ziemlich cool aus mit dem Mond. Und crazy. Oh, da hinten. Boot. Ne, Insel? Boot? Insel. Fuck. Ich werde schon hoffen, dass ich irgendwas finde. Da ist ein Haus. Das ist ein Haus. Das, meine Freunde, ist ein Haus. Das ist eine Insel mit zwei Kerzen drauf. Oder sowas. Ich weiß nicht. Ist das ein Mond links? Sieht aus, ob es ein Gesicht wäre. Ich frage gar nicht. Wahrscheinlich ist es ein Gesicht. Nordische Mythologie, cool. Gruselig. Der Troll sieht fucking spooky aus, ne? Gefällt mir nicht. Ich hab Angst vor dem. Kann ich's lesen? Ja, das kann ich lesen. Mehr Geschichten? Das sind bestimmt mehr Geschichten. Der Nix, naja. Ich hab Angst vor dem. Geschichten der Dorfbewohner. Es heißt, ein Nix laut in den Gewässern in der Nähe. Kann nicht behaupten, dass ich solche Märchen von vorletzter Nacht Glauben geschenkt habe. Hab einen kleinen, grasbedeckten Buckel im Wasser gesehen. Habe ich auch gerade gesehen. Der See ist für gewöhnlich spiegelglatt, also habe ich mir die Augen gerieben und nochmal hingesehen. Und ich schwöre bei den Göttern, dass ich ein paar Augen gesehen habe, die mich aus dem Gewirr angestarrt haben. Das habe ich auch gerade gesehen. Ich habe geblinzelt, aber dann war der Buckel mit einem Plätschern verschwunden. Ich bin erschaudert und habe mich wieder meiner Arbeit zugewandt. Aber dann habe ich ein Blubbern im Wasser direkt beim Ufer gehört und ein Klumpen, unkrautartige Ranken, Tropfen vom Matsch, kam tastend aus dem See gekrochen. Ich bin zu meiner Hütte gerannt und habe währenddessen vor mich hingebrabbelt und mich gefragt, welche grauenhafte Kreatur wohl an diesen Ranken den Fingern dranhängen mag. Es heißt, man kann ja nichts loswerden, indem man seinen Namen ausspricht. Der Gedanke daran, dass etwas einer solchen Kreatur einen Namen geben könnte, ist genug, um mich in den Wahnsinn zu treiben. Oh mein Gott. Alter, habe ich gerade eine Gänsehaut. Ach du Scheiße, ist die Atmosphäre gut. Das war einfach perfekt gemacht. Man sieht das Ding, denkt sich, das sieht aus wie Augen, liest dann die Notiz und dann verschwindet es. Das hätten die nicht gruseliger machen können. Wow. So, komm, fuck it, ich geh zum Wasser. Okay, wo ist ein Ufer hier? Ich hätte, wir kommen gleich irgendwo zum Ufer und dann verfolgt mich das Ding. Und ich habe da absolut keine Lust drauf. Was ist das denn? Ein riesen Ameisenhügel? Ich habe keine Ahnung, ich will es nicht wissen. Okay. Okay. Oh mein Gott. Ich habe lange kein Horrorspiel mehr gesehen, was nur durch Atmosphäre so gruselig ist. Dein Reflex. Holy shit. Espen, du hast Liebe. Also wirklich nur durch Atmosphäre. Kein Jumpscare, nix. Einfach nur gute Atmosphäre. Das ist wahnsinnig gut. Ich habe so ein bisschen Angst, die ganze Zeit, dass mich das Ding verfolgt, ne? Heilige Scheiße. Das Ding ist aber echt groß. Also wirklich groß. Ich dachte eigentlich immer, dass in Horrorspielen oder in Filmen, Serien alles Wesen, die groß sind, nicht gruselig sein können, wenn man die halt einfach zu sehr sieht. Nehme ich zurück. Der Troll war unheimlich. Nehme ich sehr zurück. Und das Vieh ist auch groß und sieht sehr unangenehm aus. Okay. Das sind halt alles Wesen, die vom Aussehen her selbst nicht so unheimlich sind, aber einfach deren Art und deren Style ist wirklich creepy. Okay, ich hoffe mal, dass nichts Ding... Das sind Speicherpunkte, glaube ich, einfach. Etwas im Wasser. Das Wasser, etwas im Wasser. Ja, das habe ich gemerkt, Buddy. Das habe ich gemerkt. Das habe ich gesehen. Okay, ich würde gerne in ein Haus reingehen, aber ich bin mir sicher. Wir sind zu sehr im Wasser, das gefällt mir gar nicht. Können wir einfach in den Wald gehen? Ich will wieder zum Troll. Ich
finns andra jenter på øya også. Er ikke sikkert gammelt kjem for våras den gang, kjæringa. Hei! Hallo? Jeg skal ikke la deg få sette oss alle i fare. Jeg måtte helt ta deg. Viking, la meg gå! Svin, la meg gå! Du stakk meg! Ist hier jemand drin? Oder ist es nur Erinnerung oder sowas? Was Helvete? Oh. Hallo? Ich bereue sowas von überhaupt nicht, dass ich die Sprache auf umgestellt habe. Die ist einfach. Es klingt einfach viel atmosphärischer so. Okay. Liebe Ingrid, Notizen. Ingrid, mein Schatz, ich habe was Furchtbares getan und Schande über dich und mich gebracht. Ich wollte um dich kämpfen und dafür sorgen, dass du sicher bist. Ich weiß, es war eine törichte Idee und dein Vater hat sie als solche gesehen. Wollte losziehen, um zu verhindern, dass der alte Erik kommt und dich holt. Aber dein Papa hat versucht, mich aufzuhalten. Ich habe ihn aufgeschlitzt. Ich habe ihm die Kehle aufgeschlitzt und er ist verblutet. Ich kann nicht zusehen, wie Erik dich mitnimmt. Ich kann's nicht. Ich weiß, dass du und die Götter mir niemals vergeben werden, aber ich gehe fort. Hab keine Angst, mein süßes Kind, und such bloß nicht nach mir. Vielleicht setzen wir auch schon bald unsere Segel und werden mit deinem Vater auf dem lieblichen Ozean vereint. Liebe deine Mutter. Men, det var jo noen der. Jeg hørte dem. Dette papiret er så gammelt. Okay. Okay. Ich glaube, es ist so eine Mischung aus... Oh, ich habe so Angst vor dem Vieh hinter mir, ne? Moment mal, da war noch ein Gebäude, was ich noch nicht angeguckt habe. Ich weiß, es ist dumm, wahrscheinlich jetzt zurückzugehen, weil dieses Vieh überall sein könnte. Aber ich will trotzdem gucken, ob da irgendwas in dem Haus drin ist. Wie komme ich da hoch? Ach, von oben, okay. Ich will nichts verpassen. Überall alles finden. Weil die Story ist hier wirklich interessant. Die interessiert mich richtig, richtig sehr, weil die auch nicht so eine Standard-Scheiß-Story ist. So eine wirklich coole Ideen hat. Okay, oh, doch, da ist was. Wait, wait. Einen Keil. Askeladen und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine Tote einen Keil. I don't know. Hast du gefunden, einen Tote einen Keil? So eine der Sachen, die du gefunden hast. Ich gucke mal so ein bisschen aus Wasser raus, weil ich Angst habe, dieses komische Vieh mir gleich nahe kommt. Alright. Ich bin permanent einfach angespannt. Ich bin einfach richtig, richtig angespannt, weil ich Angst habe, dass irgendwelche komischen Monsterviecher mich erwischen. Alright. Hier irgendwas? Nein. Nein, nein, nein. Okay, scheint es, als ob in jedem Gebiet ein Objekt ist und eine Notiz oder sowas. Und hier geht es halt weiter drumherum, okay. Ich finde es sehr gut, dass es mehrere Wege zum Ziel gibt. Dass ich immer drumherum laufen kann, nicht nur so einem linearen Weg folgen muss, um ans Ziel zu kommen, sondern immer so die Wahl habe. Sehr, sehr cool gemacht. Okay, gefühlt ist es immer so, dass es einen Story-Abschnitt gibt, wie gerade dieses Dorf. Und dann wieder einen Horror-Abschnitt, wie der Weg zum Dorf. Und das heißt, jetzt kommt wieder ein Horror-Abschnitt. Gefühlt sind alle Horrorspiele so aufgebaut und ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Ich muss gucken, wie es mit dem Controller sich eigentlich spielt. Ja, spielt sich nicht schlecht. Also es ist auf jeden Fall nicht kacke. Aber jetzt habe ich mich schon mit Tastatur eingewöhnt und will auch so weiterspielen. Okay. Aber die Steuerung ist auf jeden Fall gut. Das heißt, falls einer von euch das Spiel aus irgendeinem Grund einen Controller spielen will, macht ruhig. Do it. Do it, do it, do it. Ist irgendwas am Wasser? Ich bin so nah am Wasser, ich vertraue dem Scheiß nicht. Genau deswegen. Ah, oh, fuck my life. Das verfolgt mich gleich, oder? Wenn es mich verfolgen würde, ich werde mich nicht umdrehen. I'm sorry. Ich will es gar nicht sehen. Ladepunkt. Wait. Komischerweise dauert so das erste Hundertstel von diesem Ladekreis ewig lange und dann springt es einfach komplett drumherum und ist fertig. Ihr werdet es gleich sehen. Ich werde diesmal nicht... Da, there you go. Habt ihr es gesehen? Habt ihr es gesehen? Oder habt ihr weggeguckt? Ich glaube, ihr habt es gesehen. Sehr gut. Wait, wir legen die eigentlich schon auf. 40 Minuten, Stunde vielleicht, irgendwas mit denen drehen. Ich weiß nicht, wie weit wir sind. Ich glaube, wir sind jetzt so 30-40% vielleicht durch. Wahrscheinlich viel weniger. Und ihr werdet es gleich im Video sehen. So, oh, wow, das dauert 8 Stunden das Spiel. Du Spasti, du dachtest echt, du wärst durch. Nope, you're not. Okay, ich gehe mal lieber hier lang. Das ist Weg enger. Habe ich das Gefühl, ich werde nicht so schnell entdeckt. Da Espen war liten, gjorde faren hans noe grusamt. Mot Espen og meg. Mot seg selv. Jeg ble sittende igjen helt alene med et barn jeg ikke kunne snakke med. Jeg tilga ham aldri,
for at han ikke en gang ga meg en sjanse til å si unnskyld. Men i skogen var jeg helt alene igjen. Desperat etter å finne den ene personen jeg var glad i. Og akkurat da kunne jeg nesten skjønne hvorfor faren til Espen gjorde som han gjorde. Ok. Das ist sehr gerades Wasser. Ich weiß nicht, ob ich gerade hier drum herumlaufen sollte, weil das... Ich dachte, hier wäre irgendwo ein Gegenstand oder sowas, das wirkte so vom Aufbau her. Ah nein, wir gehen wieder in irgendeine Höhle. Ne, ist keine Höhle, oder? Das ist einfach nur so ein Unterschlupf. Hier muss irgendwas drin sein. Oh Gott! Forsborg Niflung, die Nebelkinder. Zurückgelassen tief in den Wäldern, weit weg von Erik. Verschleppt von etwas anderem. Schwarze Flecken wie von Thea finden sich auf dem Stoff. Huldra muss sich seiner angenommen und es zum Huldre-Volk gebracht haben. Das war gut. Na great. Gut, wir haben auf jeden Fall einen Gegenstand gefunden. Das freut uns. Das freut uns sehr, sehr, sehr. Und wir rennen einfach hier durch. Und weiter. Und weiter. Übrigens, ich bereue es absolut null, dass ich das Spiel hier für das erste lange Horror-Game ausgesucht habe. Weil, falls irgendwer von euch es nicht mitbekommen hat, ich habe eine Planänderung gemacht und jetzt lade ich jeden Freitag verstörend hoch, jeden Samstag ein sehr langes Horrorgame, was halt diese Woche das hier ist, und jeden Sonntag schlechte Horrorgames. Wird jedes Mal so sein und innerhalb der Woche werde ich dann immer Partprojekte bringen, wie, was weiß ich, Let's Play XY Part 1, Let's Play XY Part 2 und halt Indie-Horror-Einteiler und andere Sachen. Theorien und sowas kommt halt dann auch dazu. Right. Okay. Oh. Die Brücke traue ich sehr. Ich habe keine Wahl. Ich muss hier drüber. Gut. Die bricht bestimmt nicht ein. Hier 1000 Jahre alte fucking Brücke. Okay, die Kamera ist seltsam. Ich sehe nicht mal, wo ich hintrete. Deswegen renne ich einfach. Gut, hat geklappt. Ich habe absolut Vertrauen gehabt in die Brücke, deswegen ist sie auch nicht eingebrochen. Always trust. Trust, 100%. Das ist mein Motto. Okay, da hinten ist ein Feuer. Da ist irgendwas. Aber ich schaue es mal links, weil fuck das Feuer. Ich will gar nicht wissen, was da ist. Ich weiß nicht, was hier... Geräusche sind komisch, gefallen mir nicht. Troll. Troll, 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 Troll. War vielleicht gar nicht so dumm, drumherum zu laufen. War vielleicht gar nicht so dumm, drumherum zu laufen, weil rechts ist der scheiß Troll. Ich mach's nicht lieber Maus. Bitte komm nicht hier runter. Was auch immer du tust, komm nicht hier runter. Ich glaube, es ist von mir weggelaufen. Ich kann es aber echt nur schwer einschätzen. Right? Oh no. Oh no. Müssen wir dem folgen? Okay, der Troll weiß auf jeden Fall, wie man sich Feuer macht. Du kannst mich nicht gesehen haben. Oder ich, außer ich habe einen Schatten an die Wand geworfen, dann vielleicht. Das wäre sehr unglücklich. Ich habe halt echt Angst vor dem. Komm bitte nicht hin zurück. Don't do that. Don't, no, no, no. Das machst du nicht. Komm nicht hin zurück, bitte. Lauf weiter, genau, weiter. Oh, ich glaube, er läuft im Kreis. Ich glaube, er läuft jetzt von unten wieder hier rein. Ich glaube, ich habe es richtig gemacht. Ich weiß übrigens nicht, ob er meine Taschenlampe sieht oder sowas. Aber ich gehe lieber auf Nummer sicher und mache die einfach aus, wenn ich weiß, dass der in der Nähe ist. Was ist das? Fuck it. Ich weiß nicht, wo der ist. Ah, da. Okay, renn. Renn, renn. Du hast mich. No. Du hast mich nicht gesehen. Du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen. Du hast mich gesehen. Lauf einfach weiter. Hier durch. Irgendwo lang. Da drin. Bin sicher. Okay, hier bin ich safe. Great. Great. Okay, der Troll ist echt unangenehm. Ich habe das Gefühl, der wird so der Hauptgegner im Spiel. Und ich weiß nicht, ob das gefällt. Ich meine, man kann ihn relativ vielleicht ausweichen, aber wenn er einmal verfolgt wird, ist es echt richtige pure Panik und ekelhaft. Und gefällt er nicht. Erik kommt und bringt die Kinder dahin, wo die anderen
nicht die Tore öffnen können. Also wir sind gerade Erik. Können wir da rein? Nein, natürlich nicht. Wir sind gottgleiches Wesen. Wir können einfach durchlaufen. Okay, aber ich glaube, wir müssen da rein. Das ist das Ziel. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, diese Tür, von der gesprochen wurde. Hallo? Arnon, hallo? Hjälp mig, vær så snill. Först, jävla. Ja. Wir sind Erik. In diesem Moment. Müssen wir jetzt irgendein Kind klauen? Ich will kein Kind klauen. Ich bin eigentlich ganz nett. Hallo, snakk til meg. Hvorfor svarer dere ikke? Jeg hørte dere viske. Alright. Hier ist ja natürlich niemand mehr, ne? Hey, vent. Jeg vil bare snakke med dere. Ist gerade weggerannt? Wir sind gerade weggerannt. Puh. Ich häng fest. Ich kann nicht durch. Okay, hier gibt's anscheinend nichts. Okay, also wieder raus. Ich habe Angst, gleich gejumpscared werde oder so. Ich fände es übrigens super cool, wenn im ganzen Spiel nicht einzige Jumpscare am Ende wäre. Und es einfach nur Atmosphäre wäre. Das würde das Spiel irgendwie noch ein bisschen cooler machen. Weil es bis jetzt echt schon hinbekommen hat, mir Angst zu machen, ohne irgendwelche billigen Jumpscares zu nutzen. Okay, ich kann hier nicht weitergehen. Das war einfach nur so ein Erik-Moment. Das war so ein Moment zwischen Gronkh und mir. Mehr nicht. Okay. Auf hier runter. Ich kann ich vielleicht jetzt hoch? Ich glaube es nicht. Es wäre ein bisschen komisch, wenn ich da reingehen könnte. Das ist irgendwie so ein Himmelstor oder sowas. Ich glaube nicht, dass es geht. Great. Also einfach weiterlaufen. Hoffen, dass ich nicht immer dem Troll in den Weg laufe. Da kann ich jetzt schon wieder dieses komische Bodenbeben gehört. Ich bin langsam ein bisschen paranoid mit der Scheiße. Da ist nichts. Okay. Ist hier ein Speicherpunkt? Ja. Ich glaube, das sind Speicherpunkte. Die wirken so. Irgendein nordisches Symbol. Great. Das ist motivierend. Und wieder irgendein Dorf. Ich hätte übrigens nicht gedacht, dass das Spiel irgendwas Nordisches oder irgendwas damit zu tun hätte. Ich dachte, es wäre einfach ein ganz normales Horror-Game, was im Wald spielt. Die Musik ist übrigens sau cool. Ich glaube, ich werde mir nach dem Playthrough hier, nachdem ich das aufgenommen habe, auf YouTube mal angucken, wie der Song hier heißt. Oder von wo der genutzt wird, ob es ihn irgendwie gibt, weil ich finde ihn verdammt cool. So, das kann man einfach die ganze Zeit im Hintergrund hören. Das macht Notizen zum Lesen sehr gut. Okay. Die Waage. Oh, neues Vieh, der hört. An alle mündigen, körperlich tauglichen Männer und Jungen, Hartes und Skolds Herrschaft in den Tunneln wird bald vorüber sein. Wir wollen die Waage in der Schlucht am Gebirgspass einfangen. Oh, mein Nacken tut weh. Alle mündigen Männer und Jungen sollen sich am dritten Tag des nächsten Mondes vom Morgengrauen am Tor in Widerby versammeln. Wir werden die Bestien mit Schlachtabfällen in die Schlucht locken und die Türen für immer hinter den verdorbenen Brüdern verschließen. Ich glaube, es wird doch ganz gut, dass du es. Wer seine Hilfe weigert, dem droht die Strafe des Rotem Eisen. Hört man im Namen von Jarlger Mirskek. Great. Also da hatten die irgendwie zusammen so im Dorf eine Aufgabe gehabt, dass die diese Leute anscheinend wegsperren, die das Dorf tyrannisiert haben, schätze ich mal. Was gehört da? Kann ich rein? Ja. Okay, in den Häusern ist, glaube ich, niemals eine Person. Das ist einfach nur zum Erkunden. Ach, die Musik hätte ruhig weitergehen können, die ist awesome. Die gefällt mir. Okay. Hopp, hier durch. Da drüber. What the fuck? Boah, das sieht ekelhaft aus. Okay. Dann gehe ich da nicht rein. Dann lasse ich euch mal in Ruhe alleine eure Sachen machen. Ich weiß nicht, ob das hier der richtige Weg ist. Weil da hinten ging es auch noch lang. Ich glaube, ich muss eher da hinten lang. Aber ich gucke erstmal hier weiter. Ach. Das ist immer so mein Problem in Spielen, wo es mehrere Wege gibt. Ich will immer zuerst den Weg gehen, der nicht richtig ist, damit ich alle Sachen mitnehmen kann. Und ich habe dann Angst, dass ich manchmal nicht zurück kann, weil ich irgendwas vergessen habe oder sowas. Aber gut, hier gab es nichts mehr. Hi! Öffne die Tür! Jeg prøver bare å finne sønnen min. Det er mulig. Hvor Espen? Nå det ingen barn igjen her, Erik. Alle borte. Jeg det ikke Erik. Jeg tror det han som har tatt sønnen min. Hvem han egentlig? Hva det han skal gjøre? Hvis Erik har sønnen din, Streifer, det nok ikke noe håp igjen for ham. Ha deg vekk fra døra mi! Dann gehe
mal woanders hin. Warum hat er sich... Ach, egal. Ist halt so sein Ding. Ich meine, da war halt eh niemand. Vielleicht kann ich warten, bis das Haus aufhört zu brennen und kann dann reingehen. Ich glaube nicht. Oder? Kann ich reingehen? Nein, natürlich nicht. Ich wäre ein bisschen doof. Hey, geh mal ins brennende Haus rein. Oh. Ist halt nicht weiter. Ist nicht gut. Okay, wo kann... Ist unten eine Brücke? Vielleicht ist unten eine Brücke. Ich muss ja irgendwie rüberkommen, glaube ich. Oder kann ich hier rein? Oh, die Häuser sind ja schon alles ziemlich cool, muss ich sagen, ne? Okay, great. Fehlende Tochter, Geschichten der Dorfbewohner, oh, neues Monster. Verflucht sei dieser alte Bastard Erik. Verflucht sei er. Jorun war heute Morgen nicht aufzufinden. Er muss es gewesen sein. Haben im Brunnen und an der Brücke im Dorf gesucht, aber Jorun hat sich schon immer vor Wasser gefürchtet. Kam Stiefelabdrücke vor dem Fenster gefunden. Noch mehr davon drinnen ist an Joruns Bettchen. Er ist fast 5 Jahre zu früh dran. Wieso? Was ist nur in ihn gefahren? Wenn ich dran denke, wie mein kleines Mädchen auf diesen Berg geschleppt wird und solch ein Schicksal erleidet. Die Dorfbewohner haben sich versammelt und sind sich einig, dass der Wolf sein Wort gebrochen haben muss. Die teuflische Bestie muss nach noch mehr Kindern lechzen, um ihren verfluchten, unersättlichen Hunger zu stillen. Und wir sollen ihn dieser Ungerechtigkeit erdulden? Das müssen wir sind machtlos gegen ihn, haben sie gejammert. Machtlos. Das Mannsvolk sagt, es dient alles einem höheren Wohl, haben ihn vor die Füße gespuckt und der ganzen feigen Brutliebe wohlgesagt. Ach, hab ihn, okay. Ich kann den Anblick von Eriks Haus auf dem Hügel nicht mehr ertragen. Wolf. Okay, ich schätze mal, die opfern Kinder. Dann kann man sich gerade so komisch unterwegs, um ein bisschen Angst zu machen. Ich schätze mal, die opfern Kinder, damit irgendwas nicht passiert. Damit, vielleicht opfert Erik. Oder hat Erik irgendwas mit dem Wolf zu tun? Oder Erik wird der Wolf genannt? Ich habe das Gefühl, die opfern halt ihre Kinder zu dem Wohl, dass irgendwas das Dorf nicht angreift. Irgendwas in die Richtung. Wie viel haben die ja nichts dagegen, dass manche von ihnen genommen werden, weil es ja sein muss. Hey, Inchel. Oh Gott. Sønn min har blitt bortført, og jeg. Du for sein, ditt belgtroll. Alt for sein. Jeg har allerede gjort det. Hæ? Jeg leter etter sønnen min. En gammel skjeggete gubbe tok han, og jeg tror de må ha kommet gjennom her. Vær så snill, har du sett dem? Ok. Jeg har angst for dem. Det er allereie gjort. Ser du ikke det, ditt krek? Du får ikke ta henne ifra meg nå, Erik. Hadde den kind getrutet? Du skal ikke få ta henne. Jeg aner ikke hva du prater om. Jeg ikke Erik. Jeg skal ikke røre datteren din. Vær så snill, jeg må vite hvor han Kan Vargen! Din klagende kjæring, Vargen! Jævelen vil ta ungen min og gi henne til Vargen! Men jeg let henne dra av sted med et kyss! Hun av garen nå! Vær så snill, ikke si at det der datteren din. Det din skuld! Se hva du har fått meg til å gjøre! Se på at tispe! Den versle jenta mi! Min versle! Skjønne! Å, herregud! Nei! Hadde ikke noe valg, ikke sant? Jævel! Tispe! Vargen kommer aldri til å ta imot et barn som så kaldt! Åh, sær! Vær så snill! Vær så snill! Vær så snill! Hvor må jeg? Okay. Okay, kompe. Okay, altså, Erik sammelte Kinder ein, um sie dem Wolf zu opfern und der Wolf greift sonst das Dorf an und der Typ hat sein eigenes Kind getötet, damit... es ihm nicht weggenommen wird. Cool. Den Landsbyen und den Mann, den stackers Mann. Ich mag die Mutter extrem, das ist ein super Charakter. Ich lengtet Espen und hele mitt hjerte. Men etter den Landsbyen begynte hjertet mitt å harne. Jeg var fortsatt redd. Jeg følte meg liten. Men jeg var også sint. Denne mannen, Erik, hadde tatt sønnen min. Han lokket Espen vekk mens jeg sov. Og det var ikke første gangen. Han hadde forpestet hele øyen. Han var farlig.
Jeg ante ikke hva jeg kom til å gjøre hvis jeg tok dem igjen. Men en ting var sikkert. Jeg skulle sørge for at han ikke tok et eneste barn til. Die Frage ist, wenn du es verhinderst, ich meine, das Dorf ist eh ausgestorben. Schätze ich mal, ich glaube, hier lebt niemand mehr. Wenn nur irgendjemand leben würde, dann würde wahrscheinlich dieser Wolf das Dorf angreifen, wenn das stimmt. Oder vielleicht ist es auch eine Mythos und das stimmt auch nicht. Aber ich meine, es gibt fucking Trolle hier. Okay, ich gehe erstmal hier runter. Weil hier ist so ein komisches, was auch immer. Keine Ahnung. Geht hier weiter? Oh! Baummann? Was bist du? Kann ich die Axt rausziehen? Dir helfen? Nein? Du bist gruselig. Okay, Baumann, wir sehen uns. Tschüss. Tschüss, Baumann. Ich hoffe, du hast noch einen schönen Tag. Okay. Ich dachte, ich würde vielleicht einen Erfolg bekommen, wenn ich den sehe oder sowas. Ist normalerweise gefühlt im Spiel immer so. Hey, wo bin ich denn? Oh! Gut, da kann ich nicht rüber. Schade. Ich habe mich gerade gefragt, hey, hier ist ein komischer Weg nach oben. Aber nein, da gibt es absolut gar nichts. Wir können aber hier weitergehen. Und jetzt... Seht ihr das? Komme ich denn wieder hin? Wahrscheinlich hier oben drüber, ne? Okay. Ja, hier geht's wahrscheinlich zu dem Haus. Great, okay. Ich frage mich halt, ob das mit dem Wolf stimmt. Ich hoffe, wir müssen nicht von dem Wolf wegrennen, dass wir ihn irgendwie am Ende böse machen und der uns dann haben will, weil wir Erik getötet haben oder unser Kind gerettet haben und das nicht in dem Typen geopfert wurde. Aber gut. Ich frage mich, ob das überhaupt... Also ich meine, ich habe meine Anfangstheorie gehabt mit den verschiedenen Phasen, wo wir durchgehen. Ey, oh. Oh. Koffi-Fan. Ich bin nicht mehr sicher, ob das stimmt oder ob es nicht vielleicht sogar wirklich einfach hier in der realen Umgebung ist. Aber ich bleibe erstmal bei meiner Theorie. Mit den Phasen des Verlierens, bla bla bla. Okay. Ich guck gleich nochmal oben. Vielleicht ist ja diesmal oben irgendwas. Ah, hier können wir es lesen. Gut. Direkt in der Leiche, so schön. Fest und Tod. Geschichten der Dorfbewohner. Diese Nacht wird sowohl Freude als Leid bringen. Auf unserer verrottenen Insel sind endlich keine Kinder mehr übrig, außer meines eigenen Babys. Erik, unser verfluchter Wolf, haben uns fast all unserer Kleinen beraubt. Wir sind uns des Schicksals bewusst, das uns, die wir die Abmachung mit dem Wolf nicht einhalten konnten, erwartet. Okay. Heute wollen wir ein Fest für alle veranstalten, die kommen mögen. Wir werden fröhlich und in warmer Gesellschaft sein, die Göttin auch einmal stolz auf uns machen, falls diese Narren jemals waren. Wenn wir zu tief in unsere Krüge gesehen haben, um noch Angst zu verspüren, werden wir alle ein Schlückchen vergifteten Mets trinken, denn hier gibt es sicherlich nichts mehr für uns. Oh, shit. Meine eigene Familie werde ich von den Balken hängen lassen. Ich höre die ganze was. Der Bastard wird unsere Familienehre nicht besudeln, indem er eines meiner Kinder der verdorbensten Kreatur... Was? Indem er eines meiner Kinder der verdorbensten Kreatur aller neuen Welten opfert? Mögen die Götter uns, den verfluchten Narren, vergeben und wir in alle Ewigkeit trinken und fröhlich sein. Skull. Prost. Great. Die haben sie also alle vergiftet. Matet unsinn til et dyr kann ikke være seriøst. Doch, genau. Exakt das. Okay, das würde erklären, warum ein anderes Kind geopfert hat, weil hier einfach keine mehr übrig sind. Oh, hallo. Lebst du noch? Nein, du bist offensichtlich tot. Gut, ich guck mal kurz im oberen Stock. Vielleicht ist ja diesmal da was. Aber hier unten ist ja nichts. Okay. Ist vielleicht hier oben auch gleich jetzt? Ja. Nein, doch nicht. Ich dachte, da wäre einer. Hier ist einer. Hey, das ist nicht exakt das gleiche aus wie vorhin. Das finde ich ganz cool. Weil ganz am Anfang gab es diesen Haus mit so einem Weg nach oben. Da war an der Seite noch ein Gang. Das haben wir jetzt nicht einfach kopiert. Okay, der Typ ist auf jeden Fall der Anführer hier. Und das ist ein Kind. Zwei Kinder hier. Okay. Heftig. Alright. Great. Die hängen da halt. Ich hätte die wahrscheinlich echt nicht gesehen. Kann ich rein? Ja. Ich finde es super, dass ich hier so viel erkunden kann. Ist das hier ein Friedhof? Ich dachte, ich würde hier unten durchbrechen, wenn ich hier drauf trete. Aber nein. Sehr gut. Das ist nicht passiert. Okay. Hier ist auf jeden Fall definitiv niemand mehr übrig. Oder doch? Sag ich in genau dem Moment, wo ich schritte. Hey. Was zum Lesen. Das war schön.
Okay. Gebt acht, der Hirt. Eine Huldra sucht diese Gegend heim. Die Schlampe frisst alles und jeden, den sie in die Finger bekommt. Wenn ihr passieren müsst, so führt stets eine entzündete Fackel mit euch. Die verfluchte Kreatur hasst das Licht. Irgendwas sagt mir, dass es hassen werde jetzt. Ich wette, es ist irgendein Monster, was wir anleuchten müssen, sonst greift es uns an. Und ich habe da absolut keinen Bock drauf, weil das klingt sehr, sehr unheimlich. Alright. Fuck my life. Das wird scheiße. Das wird richtig scheiße. Aber es gab da hinten noch einen anderen Weg. Geh erstmal da hin. Hier hinten gab es, glaube ich, irgendwo noch ein Haus. Okay, da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Da wird irgendein anderes Monster sein, was mir nicht gefallen wird. Was mir absolut fucking nochmal nicht gefallen wird. Ich hoffe, ich kann hier hinten lang laufen. Nein. Ach, hier bin ich. Okay, cool. Ich bin auf die andere Seite gegangen. Great, dann geht's hier gar nicht weiter. Und wir müssen jetzt zu Huldra. Ist so gut. Ist so gut. Ich freue mich. Kann ich eine Fackel mitnehmen? Ist hier eine Fackel drin? Nein, ich habe Taschenlampe, das reicht wohl noch. Muss ich mir jetzt die ganze panisch umdrehen und immer dieses Vieh anleuchten? Ich will hier einfach durchrennen, ey. Selbst wenn hier nichts ist. Gut gemacht, aber die haben mir damit verdammt Angst gemacht. Einfach mit der Nachricht, dass hier irgendwas ist. Aber ich wette, hier ist wirklich was. Kann ich hoch? Ja. Natürlich. Natürlich ist hier wirklich was. Ich hoffe, ich kriege gerade per Zufall irgendeinen kurzen Geheimweg hin und werde nicht angegriffen von dem Vieh. Ich hätte nichts dagegen, einfach mal einem Monster nicht zu begegnen, was es hier gibt. Wäre voll in Ordnung. Wäre tatsächlich voll in Ordnung, mal keine Angst zu haben. So einfach nur ein Spiel zu spielen, was auch Spaß macht. Weil das Spiel macht sehr viel Spaß. Ich würde gerne weiterhin Spaß haben. Ich mag Spaß. Spaß super. Okay. Warte mal, hier, da ist auch ein Weg. Okay. Mann! Mein Erkundungsdrang ist zumindest genauso hoch wie die Angst vor dem Monster. Und deswegen will ich erstmal wissen, was hier ist. Ich kann es bereuen. Hier ist einfach ein anderer Weg, ne? Ja, hier ist. Oh, doch nicht. Oh doch. Okay, ich schätze, das ist einfach der andere Weg gewesen, den ich hätte gehen können. Oder? Nein, doch nicht. Okay, hier hat einfach irgendjemand ganz viele Sachen gefressen. War bestimmt nicht dieses Monster, von dem eben geredet wurde. Ich wette, das ist einfach Zufall. Hier ist irgendein Wolf. Ach ja, hier ist sogar wirklich ein Wolf. Das ist immer ein netter Zufall. Ich meinte nicht den Wolf, ich meinte einen normalen Wolf. Der ganz viele, ich weiß nicht, was es waren, Tiere frisst. Ich kann nicht mehr erkennen, was für ein Tierleiche das war. Irgendeine wird es gewesen sein. Oder ein mittelgroßes Tier, was zufällig ganz oft lebt. Und ich werde jetzt nicht angegriffen von irgendeinem ekelhaften Monster. Ich werde angegriffen von irgendeinem ekelhaften Monster. Ich werde definitiv angegriffen von irgendeinem... Scheiße, Mann. Ja, hier ist irgendwas. Hier ist irgendwas. Ich würde es hassen. Hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas, hier ist irgendwas. Ich weiß nicht wo. Ich renne. Das macht mir Angst. Das macht mir sehr viel Angst. Fuck my life. Fuck my life, fuck my life, fuck my life, fuck my life. Oh mein Gott. Was bist du? Oh mein Gott. Verpiss dich bitte, dankeschön. Weiter hier hoch? Ich gehe weiter hier hoch. Das sind mehrere? Da ist ein Vieh. Ich laufe mal hier lang. Ich glaube, es sind mehrere. Das gefällt mir nicht.
Das ist absolut ekelhaft. Ich laufe einfach. Ich hoffe, die Atmosphäre kommt doch nur annähernd so rüber, wie ich sie gerade fühle. Die ist wirklich eklig. Ich bin ein bisschen froh, dass es nicht komplett dunkel hier ist. Sondern unter dem Sternenhimmel halt noch so ein bisschen was sieht. Wäre es jetzt hier komplett dunkel, wäre es richtig, richtig schlimm. Okay, wir haben es geschafft. Oh Gott, wenn da jetzt irgendwas einzusammeln war, ist mir scheißegal, ich gehe da nicht nochmal hin. No. No way. Das mache ich nicht nochmal. Dankeschön. Das mache ich nicht nochmal durch. Okay, es war nicht ganz so schlimm wie erwartet. Aber stell ich das gleich mal vor in einem komplett dunklen Wald und man sieht nur da was, wo man hinleuchtet. Uff. Okay. Das Vieh ist auch zum Glück nicht so mega nah rangekommen, aber es hat gereicht. Es hat gereicht dafür, dass ich das nicht nochmal spielen will. Dankeschön. Great. Da hört es jetzt mein Klischee. Men jeg trodde monstre bare fantes i bøker og filmer og drømmer. Men på denne øyen var de overalt. Det er korrekt. Det falmende vesenet. Hun drepte meg nesten. Den ekle tingen i hulen. Og Erik hadde tatt sønnen min. Lindelig, jeg tror. Jeg ville slå og sparke dem alle sammen. Jeg hadde lyst til å... Jeg ville at de skulle føle frykten selv. Gjør det meg til et monster også? Jeg hadde jo ganz am Anfang erwähnt, dass mit den 5 Schritten des Verlusts... das erste ist doch, man will es nicht wahrhaben, das zweite ist doch Wut. Hat sie nicht vor kurzem gesagt, dass sie jetzt eigentlich nur noch wütend ist? Ist das nicht schon der zweite Schritt dann? Müsste nicht der nächste Schritt das mit Depression sein? Denn wenn wir gleich... Wenn nach diesem wütend Ding... Fuck, muss ich lang? Da oben ist das Tor. Guck mal kurz hier. Wenn es aufgeht, weiß er, dass ich hier weiter muss. Dann gehe ich noch kurz zurück. Oh, es ist laut. Das geht nicht auf. Ich denke, ich glaube, das ist der falsche Weg, ne? Ich glaube, von hier wäre ich auch gekommen. Wenn jetzt als nächster Schritt irgendwas mit Depressionen oder Trauer kommt, dann wissen wir, dass ich vielleicht gar nicht so Unrecht hatte mit meiner Idee. Dass halt die verschiedenen Schritte des Verlustes widerspiegelt. Okay, ich bin einfach im Kreis gelaufen, gut. Ich will einfach nur mal teilweise sicher gehen, dass ich nicht irgendwelche Sachen verpasse. Weil, oh Gott, da oben geht's weiter. Schneit's eigentlich? Es schneit, ne? Krass. Weil, ja, schneit. Krass. Es sieht echt nicht so mega kalt aus hier. Okay, hier geht's weiter. Gut, dann müssen wir jetzt nach links. Great. Schauen wir mal, was es hier gibt. Also ich finde das Spiel bis jetzt echt unglaublich gut. Wäre so einer meiner Horror-Geheimtipps des Jahres. Wirklich, es ist echt verdammt gut. Krass. Nicht gedacht. Ich dachte, es wäre ein gutes Horrorspiel, aber ich dachte nicht, dass es so gut ist. Oh mein Gott, nein. Oh mein Gott, war das gerade gruselig. Warum musst du schon wieder hier sein? Wieso muss das sein? Wieso muss das sein? Na komm her, Scheiße. Ganz genau. Es ist so ekelhaft, ich mag das nicht. Ich will das nicht. Du hast mir genug mit der Scheiße angetan. Das ist... Es ist irgendwo dahinter, ich sehe es nicht. Ist abgehauen. Okay. Ich springe einfach durch. Ich hab's euch gesagt. Ist mir egal. Das ist mir wirklich ein bisschen zu unheimlich mit dem Vieh. Ihr habt eben gesehen, wie nah das einmal gekommen ist. Das hat mir gereicht. Da vorne ist Licht. Ich glaube, hier bin ich. Verschwinde. Oh Gott. Ich wollte ganz kurz gucken, was passiert, wenn ich das Licht kurz ausmache. Ich hab's gesehen. War keine gute Idee. Nicht nochmal. Okay, hier vorne ist Licht. Ich glaube, hier kommt's nicht hin. Jeder von euch hat mich gerade für eine Sekunde unglaublich gehasst, weil ich das Licht ausgemacht habe. Mach ich nie wieder. Ich verspreche es euch. War mir selbst unangenehm. Okay. Ich hoffe, das Vieh ist jetzt auch erstmal weg. Und kommt nicht nochmal wieder. Hat ja keinen Spaß gemacht. Das muss nicht sein. Das muss nun wirklich nicht sein. Oder? Nein, muss nicht sein. Ah, Speicherpunkt. Great. Gut, was ist hier dran? Aufmachen. Oh, hallo. Ich habe das notiert, ich hab's gesehen. Ich will gucken, ob... Nein, okay.
Ich hätte ihm zugetraut, dass er mich einfach greift, sobald ich in seine Nähe komme. Okay. Das Geschrei, Geschichten der Dorfbewohner. Das Geschrei dieses Miststücks. Ich kann es nicht länger ertragen. Das Geräusch klingt so seltsam hier oben in den Hügeln. Ich kann hören, wie sie Vögel fängt und nach ihren Gefährten ruft, der schon lange fort ist. Wie sie den Verlust ihrer Augen betraut, es gibt dieses Monster. Scheint, als hätte die Wache vor ein paar Tagen eine Falle aufgestellt. Hat sie mit einem Haufen toter Krähen in die Nähe des Wachturms gelockt und kochenden Teer auf sie gegossen, als sie näher gekommen ist. Sie haben versucht, mit brennenden Fallen auf sie zu schießen, aber eher findet man ein Pferd mit Kiemen als einen Mann der Wache, der gut zielen kann. Das elende Ding ist nicht gestorben, ist nur wehklagend in der Dunkelheit verschwunden. Aber das Geschrei, wenn sie mir nicht den Schlaf rauben würde und ich wegen ihr nicht meinen eigenen verlorenen... Also, ich wegen ihr nicht meiner eigenen verlorenen Liebe nachtrauen müsste, hätte ich beinahe Mitleid mit ihr. So wie ich Mitleid mit diesem alten Mann Erik und seiner furchtbaren Aufgabe habe. Okay, also Erik muss das machen. Erik muss die Kinder sammeln und die opfern. Okay. Gut, das Vieh, mit dem habe ich kein Mitleid. Das geht mir nur auf den Sack, das soll einfach sterben. Das ist scheiße und gruselig und eklig. Erik ist einfach ein alter Sack. Der macht halt... Oh Gott. Hallo, Lady. Dir geht's gut. Ist nichts drin, oder? Ein Skelett, mal wieder. Wait. Oh, Notiz. Freut mich. Okay, der Krieg, Eriks Geschichte. Erik hat uns heute Nacht von dem Pakt und dem König vor, dem Krieg vor langer Zeit erzählt. Man sagt, man könne die Schrecken Ragnarok überall hören, selbst als unser Volk hierher in Sicherheit gebracht wurde. Die Erde bebte, riesige Bauten Asgards fielen aus dem Himmel über dem Berg, den wir heute Vargfjeld nennen. Fenrir tötete Odin, legte beinahe alle Welten in Schutt und Asche. Okay. Nur wir auf Hot Mimires Holz blieben übrig, hierher geführt von Odins Sohn wieder. Fenrir ist, soweit ich weiß, ein Wolf. Was jetzt den Kontext komisch macht, weil es hier auch einen Wolf gibt. Ist der Wolf vielleicht Fenrir? Weil der ist halt so ein gottgleicher Wolf, soweit ich weiß. Die Dörde lohnt da ute in der Opne. Ja, das stimmt. Glemt av alle. Da pappa døde, begravde vi ham. Og vi sørget. Jeg fortalte Espen at han hadde dratt til et bedre sted. Og at vi måtte prøve å huske han sånn han var før han ble dårlig. Men var det noen som sørget over disse menneskene? Ble de det hele tatt husket etterpå? Det virket som at innbyggerne på øyen hadde slitt lenge med å klare seg. Og til slutt hadde de bare gitt opp. Men jeg hadde ikke tenkt til å gi opp enda. Jeg hadde ikke tenkt til å la Espen bare bli et minne. Noch nicht bereit loszulassen. Das klingt ziemlich nach einer Theorie. Okay. Die Brüder sind eingesperrt. Eins. Teil 1. Geschichten der Dorfbewohner. Der Tag war erfolgreich. Die Ältesten. Die Ältesten haben endlich beschlossen, dass den Wargen Einhalt geboten werden muss und seht, wir haben es geschafft, die Bastarde in der Schlucht einzuschließen. Wir haben einige junge Männer als Kundschafter in den Tunnel geschickt und sie angeordnet zurückzukehren, wenn sie die Welpen rumschleichen sehen. Nachdem diese Aufgabe abgeschlossen war, ist eine Gruppe von uns mit toten Ziegen und Eimern voll Innereien durch den Tunnel hoch in die Schlucht geschlichen. Die blutige Sauerei wurde in einer dunklen Ecke des Gebirgspasses auf den Boden verteilt. Der Geruch von Blut hat die dummen Kreaturen angelockt und sie kamen schnüffelnd in die Schlucht gelaufen. Ich hatte sie nie zuvor gesehen und ihre Größe machte mir Angst. Sie waren gigantisch. Okay. So groß wie ein Mann, doch dünn und kränklich aussehend. Auf beiden waren Zeichen zu sehen, die in der Dunkelheit zu leuchten schienen, als sie aus den Tunnel traten. Ach, das klingt nicht gut. Das klingt nach irgendeinem neuen Monster, das mir nicht gefallen wird. Oder meine die Trolle, weiß ich gar nicht. Egal. Warte, Wargen klingt halt wie Worgen, also so Bullsmenschen. Was ich nicht geil finden würde. Ich würde gerne einfach da bleiben, wo sie sind. Warte, von wo bin ich gerade? Ich bin von da gekommen, soweit ich weiß. Hier geht's nicht rund. Doch, hier geht's rund. Ah, hier ist ein Haus. Okay, lohnt sich. Aber ich will nicht wieder den Berg runterlaufen. Gefühlt laufe ich das ganze Spiel dann schon den Berg hoch, ne? Ich frage mich, ob ich da irgendwo ankomme. Ah, wurde nicht gesagt, dass auf der Bergspitze die Kinder geopfert werden? Deswegen gehe ich da hin. Great. Erklärt einiges. Hallo? What the fuck ist das denn? Ein Widderhorn, achso. Askeladd und die Prinzessin. Brüder, ich fand eine Tote, ein Widderhorn. Great, das findest du mir viele Sachen, die du mitnehmen willst, interessant findest. Ich habe Angst vor der Frau. Okay, weil die lag da so, als ob sie gleich aufspringen würde. Aber ich glaube, es gibt echt keinen Jumpscare in dem Spiel. Hoffe ich. Ich sage es auch so aus eigener Hoffnung heraus. Dass ich halt echt hoffe, dass es so ist. Hier ist schon wieder so ein Baum, Mann.
Gibt's irgendwas mit euch, was ich... Ihr seid einfach überall, ne? Ich hab's Gefühl, ich sehe die ganzen Dinger und irgendwann in einer Stunde oder sowas lese ich eine Notiz, die mir irgendwie sagt, ja, jeder Mensch, der diese Teile findet, irgendwas Gruseliges, bla bla bla. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Nur liegen, ne? Ich wette, irgendwas ist mit den Dingern noch. Weil das Spiel kriegt's gut hin mit dem Timing. Mit einem wirklich richtig gruseligen, guten Timing. Dass man... Heilige Scheiße. Na gut, hier sind ein paar Leichen. Ein, zwei vielleicht. Kann ich hier hochspringen? Oh, war ich hier nicht schon? Ne, ich war schon mal in so einer Höhle. Vielleicht war es auch eine Grabstätte oder sowas. Das Spiel kriegt es gut hin mit dem Timing, dass man irgendwelche Sachen sieht, die nicht weiter hinterfragen, dann Notiz liest, die diese Angst, die man vorher noch nicht hatte, dann erst so erst richtig aufkeimen lässt. So, ja, das, was du gerade eben gesehen hast, ist ziemlich abgefuckt und gruselig. Dann denkt man sich so... Oh. Dann denkt man sich, oh, fuck, great. Das wollte ich gar nicht wissen. Ich hätte auch ohne das ziemlich fröhlich weiterleben können. Kann ich da hin? Ich dachte, es wären zwei Beine. Der scheiß Baum da. Fuck off. Hier war ich, ne? Ja, hier war ich eben. Dann muss ich... Ach ja, ich bin gerade einmal durchgelaufen. Ich bin doof. Okay, hier rechts. In das Haus. Ach, hier kann ich gar nicht auf... Das kann ich hier gar nicht aufmachen. Ich muss ja hier rein. Dann mache ich das halt. Oh, noch eine Notiz. Ich krieg ziemlich viele Notizen gerade. Finde ich gut. Die Brüder sind eingesperrt. Zwei Geschichtendorfbewohner. Und sie haben einander zugeflüstert, da bin ich mir sicher. Sobald sie auf der anderen Seite damit beschäftigt waren, sich die Bäuche vollzuschlagen, rannten wir hinter ihnen durch die Schlucht und verschlossen alle Türen von innen. Somit waren sie gefangen, wie sie brüllten, als sie verstanden, was wir getan hatten. Die Tür, die mir am nächsten war, erzitterte, als die Brüder sich dagegen warfen, aber es war vergebens. Die Türen wurden gebaut, um stärkere Bestien als diesen standzuhalten. Nur da die Türen versiegelt sind, wird es beinahe unmöglich sein, von einem Dorf zum anderen zu reisen, da allerlei gottlose Kreaturen auf den Faden ihr Unwesen treiben. Doch die Brüder sind nun auf ewig eingesperrt. Ein großer Tag für die Insel zum ersten Mal seit einer langen Zeit. Okay, ich soll anscheinend nicht zwischen diesen scheiß Toren langlaufen, weil da ganz viele Monster drin gefangen sind. Und doch diese komischen Brüder, die anscheinend was Unangenehmes sind, die ich nicht unbedingt sehen will. Und ich werde gleich irgendwo langlaufen. Das kann ich nicht drüber? Okay, ich dachte, ich soll da langlaufen. Anscheinend nicht. Ich werde hier gleich irgendwas sehen. Was mir klar macht, dass ich durch irgendein Tor durchlaufen muss und dann irgendwas freilasse, wie zum Beispiel diese scheiß Brüder, vor denen ich Angst habe und da oben muss ich lang. Oder hier lang. Ich geh erstmal hier lang. Oder? Da kann ich gar nicht lang. Okay, cool. Dann sag mir Spiel halt mal, nein, du Spasti, du gehst jetzt lieber mal den richtigen Weg. Du hast schon lang genug gebraucht. Ich höre irgendwas. Wenn mir diese scheiß Bitch kommt, dann weine ich. Die habe ich jetzt zweimal gehabt und das reicht. Speicherpunkt? Ja. Hier oben schneit schon. Wir sind ziemlich weit oben. Wir sind sehr weit oben. Bitte nicht nochmal das Vieh. Das habe ich jetzt oft genug. Okay, ich bin wirklich schon ziemlich weit oben. So viel höher geht es auch, glaube ich, gar nicht mehr. Nicht nochmal sie. Nein. Hier ist auf jeden Fall wieder irgendeine Gefahr. Oh. Mein Gott. Was ist das? Das sieht nicht mal gruselig aus. Das sieht voll niedlich aus. Soll ich vielleicht mir Licht ausmachen? Okay, nee, ich soll nicht an dem Ding vorbeilaufen. Das lässt mich nicht vorbei anscheinend. Ist hier oben vielleicht was? Okay, hier ist einmal ein Weg drumherum. Nee, soll ich hier? Die Musik ist cool. Okay, mit dem Baum ist irgendwas. Ist irgend so ein Götterbaum? Der wirkt sehr so. Okay, ich muss hier weiter. Great, ich darf wahrscheinlich nicht an dem Vieh vorbei. Das lässt mich wahrscheinlich nicht. Obwohl es ziemlich süß aussieht. Das sieht aus wie irgend so ein, keine Ahnung, urzeitliches Elefantengötterwesen. Das hier, ja, das sieht sehr gefährlich aus. Da gebe ich dir recht. Aber ich schätze, du kannst hier trotzdem ohne Problem drüber rennen. Man kann übrigens nicht springen im Spiel. Just saying. Aber in dem Spiel stört das komischerweise gar nicht. Obwohl ich in fast jedem Spiel... Das Ding folgt mir. Obwohl ich in fast jedem Spiel, wo ich nicht springen kann, immer sage, dass jedes Spiel mit Springen besser wird. Hier aber nicht. Weil hier sollte man wirklich nur gehen können. Das macht es wirklich tatsächlich cooler. Folgst du mir? Ich weiß nicht, ich mag das Vieh sogar. Ich glaube, das Vieh tut mir nichts, wenn ich ihm nichts tue und ihm nicht zu nahe komme. Ich habe sogar das Gefühl, das Ding wird mir... Ich würde gerade sagen, irgendwie helfen. Und ich glaube sogar, das wird es tun. Ich habe das Gefühl, das kämpft gleich gegen irgendein anderes Monster. Bitte enttäusch mich nicht. Bitte werd nicht böse und greif mich an. Bitte sei auf meiner Seite. Ich vertraue dir. Braucht ihr auch noch einen Namen? Wir nennen ihn Benjamin. Benjamin, komm mit.
vertraue dir, Benjamin. Benjamin, du lieber Elefant. Sprechen und bist... Oh, das ist ein komischer Ast. Ja, so sind die Lyrics. Kannst sprechen und bist... Oh, das ist ein komischer Ast. Okay, kann ich in das Haus reingehen oder kommst du mir dann gefährlich nahe? Darf ich? Habe ich deine Erlaubnis in... Ach, der kann ja gar nicht... Okay, der kommt dir aber nicht hin. Also darf ich hier rein? Ich darf... Okay, dankeschön. Nee, von dir, Benjamin. Appreciate it. Hier ist nichts drin. Das hat sich gelohnt. Doch! Sehr gut. Jetzt hätte ich sonst verpasst. Das Wildschwein. Geschichten der Dorfbewohner. Der arme Teufel. Ich kenne ihn aus den Geschichten. Serimne, der verrückt wurde, weil er jede Nacht von den hungrigen Kriegern von Valhall gebraten und gegessen wurde. Seine Flucht scheint ein sehr schlechtes Omen. Was sollen die Gefangenen jetzt verspeisen? Die Gefallenen. Wollte mich nachts an ihnen heranpirschen, um zu sehen, ob die Legenden wahr sind. Die Bestie schlief tief und fest, also habe ich mein Messer gezückt. Oh. Herrliches, blutiges Fleisch fiel von ihm ab. Muss ganz frisch gegessen werden, denn langes Warten verwandelt das Fleisch zu Rinde. Der Geschmack ist besser, als ich es gewohnt bin, aber es lässt sich am nächsten Morgen schwer ausschneiden. Werd vielleicht Erik anbieten, etwas davon mit ihm zu teilen, wenn ihn sein Weg das nächste Mal zu mir führt. Die Götter wissen, dass er schon lange ein schweres Leben führt, seit die Abmachung getroffen wurde. Auch er ist eine arme Kreatur. Okay, das scheint einfach ein Wildschwein zu sein, was man unendlich oft essen kann. Man kann Fleisch von ihm abschneiden, es fällt immer wieder runter, man kann es immer wieder essen. Ich will dir aber nichts tun, das ist süß. Das arme Vieh. Okay, aber es ist... Okay, also wenn der flüchtet, scheint das ein schlechtes Omen zu sein, wenn der vor irgendwas flüchtet. Und der ist aber hier, also ich weiß nicht, ob das jetzt als Flüchten gilt. Aber ich habe da oben auch irgendwas Gruseliges gehört, bevor ich ein bisschen Angst habe. Da leuchtet irgendwas sehr Komisches. Ich glaube, das habt ihr auch gerade gesehen. Da will ich nicht hin. Hier unten war ich, glaube ich, schon, ne? Ich finde es ganz cool, dass man so mehr oder weniger echt die komplette Insel abläuft und immer wieder Orte sieht, in denen man schon war, aber halt von einer anderen Perspektive aus. Das ist echt cool gemacht. Seht ihr, da unten war ich auch schon überall. Hier, da war ich. Achso, das ist das Licht von unten. Ich dachte, meine Taschenlampe irgendwas reflektiert. Die irgendeinen Lichtschein nicht Kegel wirft. Okay, nach da ganz oben muss ich. Und wir sind schon sehr hoch gelaufen. Ich glaube, an dem Berg her kann man abmessen, wie lange man noch zu spielen hat. Und ich glaube, wir sind jetzt 3/4. Ich glaube, wir sind schon relativ dem Ende nahe. Ich weiß es aber auch nicht. Es wirkt aber so. Weil ich meine, es ist schon alles schneebedeckt hier. Und es kann auch sein, dass 90% des Spiels voll mit Schnee ist, wenn wir ganz am Anfang sind, aber ich glaube es nicht. Okay, immer wenn Musik kommt, ist irgendwas Böses in der Nähe. I don't like this. Das gefällt mir gar nicht. Ja, ich wusste es. Oh no. Oh, what? Ein Eistroll? Right. Das hier sieht cool aus. Okay, kann ich an dem vorbei? Nein, nicht hier. Oh no. Ich muss mich an dem vorbeischleichen. Wo ist er? Ich muss mich an dem vorbeischleichen. Ach du Scheiße. Okay. Ich sollte mein Licht vielleicht nicht anmachen. Nein, nicht umbrechen. Okay, der sieht echt cool aus. Okay. Nicht abrutschen, dankeschön. Einfach hier langlaufen. Und jetzt werde ich gleich umdrehen, wir müssen wegrennen, habe ich recht. Okay, 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 okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss ich lang? Fuck, wo bin ich hingelaufen? Das ist nicht gut. Ja, das ist nicht gut. 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 Das ist nicht gut.
habe Erfolg dafür bekommen. Den wollte ich haben. Okay, ich dachte, ich müsste an dem vorbeilaufen und da hinten lang, aber da war gar kein Weg. Das war nicht gut. Ich bin falsch gelaufen. Ich bin gestorben. Aber ich habe dafür einen Erfolg bekommen. Den wollte ich haben. Das war als Absicht. Wirklich. Glaub mir. Trust me. Trust me. I'm an engineer. Okay. Hier ist schon wieder die gleiche Katze hier mit dem Vieh. Ich habe eigentlich gehofft, wir können das durchspielen, ohne einmal zu sterben. Aber nein, da habe ich mich wohl getäuscht. Great. Ich frage mich, ob ich jetzt nochmal die ganze Zeit warten muss, ob ich jetzt schon mal an dem vorbeilaufen kann. Ich glaube aber nicht. Das ist ziemlich cool, wenn man nicht sieht, wie man stirbt, sondern einfach die Taschenlampe runterfällt. Und das war's dann halt. Ja, Masti. Okay, wir können aber an ihm vorbeilaufen, ohne dass er uns sieht. Frage schon, wo müssen wir lang? Hat er eigentlich da runtergeworfen, die Arte? Okay, wo geht's da hinten denn weiter? Wo bin ich denn gerade falsch gelaufen? Bin ich doof? War ich da unten vielleicht? Wo geht denn jetzt lang? Läuft ja jedes Mal anders? What? Kann ich mich hier drüber stellen vielleicht und hier warten? Kommt er hier hin zurück? Ich weiß nicht. Ja, er kommt. Ich sehe mich hier nicht. Wenn du mich hier siehst, weine ich. Laut. Hi, Buddy. Kannst du gar nicht hören. Du bist selber viel zu laut. Alter, der läuft jedes Mal anders, ne? Fuck my life, wo muss ich lang? Wahrscheinlich nicht hier lang. Ich hab keine Ahnung, wo muss ich denn... Problem ist halt, ich sehe keinen offensichtlichen Weg. Dahin vielleicht, aber da kann ich gerade nicht hingucken, weil er auch dahin guckt. Ich hoffe, dass er wieder in die Ecke geht. Okay, macht er. Nein? Was muss ich denn... Vielleicht da, wo er ihn runtergeworfen hat? Jetzt will ich aber auch nicht loslaufen, weil ich glaube, gleich wird er sich wieder wegbewegen. Ich gucke einfach mal kurz zu. Warte, okay. Ne. Nein. Okay, ist hier irgendwas? Hier geht's nicht weiter. So toll. Gut, hier geht's halt echt nicht weiter. Fuck, es geht nirgendwo weiter. Vielleicht doch da vorne? Ich muss da irgendwie drüber. Oh fuck. Okay, fuck. Fuck, 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 fuck. Ich muss hier drüber können. Hier kann ich auch drüber. Wait, what? Warum habe ich es nicht vorher gemacht? Wo bin ich denn eben lang gelaufen? Bin ich doof? Oh. Das ist eine Grabstätte. Folgt er mich? Ja, er verfolgt mich. Das ist nicht gut. Lauf, 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 lauf. Oh, der ist schnell. Der ist schnell. Der ist schnell. Der ist schnell. Der schnell, der schnell, der schnell, der schnell. Der ist zu schnell. Okay, sind wir safe? Ich habe keine Ahnung. Wir laufen weiter. Oh mein Gott. Oh Gott, okay. Heilige Scheiße. Der hat uns noch ziemlich weit verfolgt. Das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, wir würden vielleicht so ein paar Meter folgen, dann aufgeben. Aber nein, hier sind wieder komische Tierteile. Ah, Speicherpunkt, glaube ich, ja. Okay, die Musik wird cool. Ey, wir sind wirklich weit oben schon. Ich meine, wir sind ja nicht mal mehr im Wald. Also, Through the Woods ist das hier nicht. Das ist eher Up the Mountain. Ich finde, wir sollten das Spiel umbenennen. Up the Mountain. Part 2 von diesem Spiel. Weil das ist ja kein Wald mehr hier. Das ist einfach nur Gebirge, wo wir lang kraxeln. Und die Musik klingt schon sehr nach Finale. Und verdammt awesome. Ich lasse euch einfach mal genießen. Wirklich ein verdammt atmosphärisches Spiel. Krass. Ich bin sowas von extrem positiv überrascht. Oh Gott. Wisst ihr noch, was die gesagt haben? Da ist ein Monster zwischen den beiden Toren. Und was es hier ist, Tor ist offen. Great. Das freut mich aber sehr. Anger Management. Wut. Mit Wut fertig. Und jetzt kommt Depression. Vielleicht. Ich weiß nicht. Ich glaube, es sind vier Phasen. Ich weiß nicht mehr. Vier oder fünf Phasen. Das würde aber heißen, wir sind jetzt erst bei der Hälfte? Das wäre krass. Und wir spielen super lange. Ich habe jetzt schon fast 2 Stunden aufgenommen. Es kann nicht sein, dass es noch so mega lang geht. Das würde mich überraschen. Weil wenn es nach meiner Theorie geht, dann wäre es echt 2 von 4.
Vielleicht gibt es noch drei. Und das letzte ist einfach das Ende. Finde ich auch okay. Oh. Cool. Sind schon was? Ja, natürlich. Kannst du Espen da drin? Wie in den 50 Häusern, die du vorher gesehen hast. Da wird er drin sein. Oh, eine Wolfshöhle. Mit einem Laserschwert. Ich weiß nicht, was das sein soll. Laserschwert. Ich soll da vielleicht nicht reingehen. Ich meine, das ist eine fucking Wolfshöhle. Oh, das ist auch so ein... Ach, Erik hast du ja gerade gesagt, nicht Espen oder Erik? Ich weiß gar nicht, was er gerade gesagt hat, aber ich glaube, das hier könnte das Haus von Erik sein. Vielleicht hat er sogar gerade gesagt, ich weiß gar nicht. Oh. Mama! Oh, gutten min! Du fant refleksene mine! Ja, jeg fant dem, lille mann. Går det bra med deg? Har han gjort deg noe? Nei, jeg har det bra! Er du helt sikker? Ja! Ok. Kom igjen, vi må vekk herfra nå. Mamma! Han kan komme tilbake når som helst. Vi må bare løpe. Hallo! Vi kan ikke la oss bli fanget her inne. Mamma! Hør på meg da! Hva er det? Vi må komme oss vekk. Jeg blir ikke med deg. Hæ? Hva mener du? Jeg kan ikke bli med deg, mamma. Jeg la igjen sporet så jeg kunne si ha det til deg. Espen, du vet ikke hva han har tenkt å gjøre. Jeg har sett og lest ting. Jeg tror han skal... Jeg vet det, mamma. Jeg vet hva han skal gjøre for noe. Og jeg vet hva jeg må gjøre. Espen? Nå kommer han. Fort, gjem deg. Du skulle ikke ha kommet opp hit. Du tok sønnen min. Det stinker ikke godt. Du er en morder. Du stjeler barn vekk fra hjemmene deres. Skjebnen jeg lider er ikke akkurat en jeg trives med. Det var ikke jeg som valgte det. Din skjebne? Hva med barna? Alle de barna? De er utvalgte. De har ikke noe valg. Men noen av dem, som din egen gutt her, kommer til og med frivillig. De er barn, ditt jævla udyr! Du kan ikke velge om de skal leve eller dø! Du lyver til dem og lokker dem med deg! Jeg ljuger ikke til dem. Jeg forteller dem bare hva som er nødt til å gjøres. Vi har ikke tid til dette her. Nærmer seg soloppgang. What? Espen, vi må dra! Hold deg unna! Ikke rør ham! Det går bra, mamma! Det kommer til å gå bra! Ikke gjør henne noe! Løp, Espen! Løp! Det er ikke opp til deg å beskytte den lenger. Mamma! Au! Okay, das ist... Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir würden ihn nie wiedersehen. Wir treffen ihn und er will nicht... What? Okay. Was ich irgendwann nicht erwähnen wollte, weil ich eine Katze ihn erst gesehen habe. Wir haben die Jacke von unserem Sohn hinten im Rucksack, sonst habe ich jetzt erst gesehen. Das ist richtig niedlich. Da hängt so ein kleines Stück davon raus. Jetzt sieht man es nicht. Man hat nur eine Katze ihn irgendwie gesehen. Okay. Das ist jetzt echt weird, damit habe ich absolut nicht gerechnet. Okay, Bifrost, Eriks Tagebuch. Heute Morgen konnte ich kaum den Spiegel sehen. So sehr ekelt mich der Gedanke an meine Aufgabe an, dass ich kaum essen kann. Der Buchdern. Diese vergangenen Jahre, so lange, Väter und Mütter verstecken ihre Kleinen vor mir, je näher der Zeitpunkt rückt. Doch ich finde immer eines, egal wie weit ich gehen muss. Verstecken im Vorratsschrank oder unter einem Bettchen. Ich schleiche den Berg hinunter und nehme sie mit. Auf der Insel waren fast keine Kinder mehr übrig. Und Fenrir... weigerte sich, einen Ersatz zu akzeptieren. Es schien alles verloren. Nur Bifrost blieb noch. Sie fiel während des Krieges, zerbrochen und fast ohne Magie. Sie brach zusammen, doch Teile von ihr können immer noch dazu genutzt werden, um die Ebenen zwischen den Welten zu überqueren. Aus Verzweiflung trat ich auf ein Stück und folgte ihm hinüber zu einem anderen Ort. Irgendwo anders. Und dort fand ich ein Kind. Kinder. Mehr Kinder, als Fenrir jemals begehren konnte. Ich brachte diese Kinder über Bifrost zurück und der Wolf war besänftigt. Bifrost ist der See und er ist rüber? Nee, doch. Aber eine andere Welt. Vielleicht ist er in die moderne Welt halt gekommen und hat da dann Kinder geklaut, wie halt unseren Sohn. Vielleicht ist das damit gemeint. Hier ist noch was zum Lesen.
einem anderen Ort. Eriks Tagebuch. Doch er durchschaute meinen Betrug, er erkannte, dass ich etwas Unentdecktes enthüllt hatte und er verlangte mehr, immer mehr und mehr. Der Wolf weiß von der versteckten Welt. Mit meiner Reiseroutine habe ich alles in Gefahr gebracht, doch hatte ich eine Wahl? Ich kann nicht schlafen, kann nicht essen. Ich sehe ihre Gesichter. Ihre roten Augen und Tränen verfolgen mich so sehr, dass ich kaum stehen kann. Ich breche unter der Last ihres Schreckens zusammen. Götter, so helft mir. Ja gut, der Typ kann halt... Fick dich, Erik. Der Typ kann halt wirklich nichts dafür. Der muss das halt einfach machen, weil sonst einfach hier die Umgebung verreckt wäre, was er jetzt mit Oli ist. Oder? Ein Schlüssel. Das sieht sehr komisch aus. Gut. Shit, ey. Die Musik eben gerade war auch wieder super awesome, muss ich sagen. Und die Atmosphäre ist halt echt der Wahnsinn, ne? Aber krass, ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir unser Kind überhaupt nochmal sehen. Aber wir müssen wahrscheinlich jetzt in die Höhle rein, ne? Da würde ich nicht raus können, schätze ich. Doch? What? Okay, ich dachte, ich muss jetzt in die Höhle da rein. Ich werde da gleich mal drin schauen, was da drin gibt. Nachdem ich hier mich erstmal ein bisschen umgeschaut... War ich gerade? Doch, das war das Haus, wo ich gerade drin war. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, weil... Hier... Ah ne, ist alles das gleiche Haus. Okay. Geht er jetzt rein? Okay, ich gehe mal kurz rein und gucke, ob es hier weitergeht. Oder ob ich hier irgendwas brauche, vielleicht? Ah, hier geht es gar nicht weiter. Oder doch, das ist auf jeden Fall die Höhle, wo die Kinder sind. Toppen war som tatt ut av et mareritt. Leker og barneklær strødd rundt på bakken. Eiendelene til 100 barn eller flere bare kastet rundt som gavepapir på julaften. Det var et gravkammer. Alright. Så forferdelig redde disse barna må ha vært. Og forvirret. Det eneste betryggende de hadde igjen, revet fra dem. Jeg visste da at jeg ikke bare skulle ta igjen Erik og redde sønnen min. Jeg skulle drepe han. Alright, this is crazy. Okay. Okay. Das ist eine sehr abgefuckte Höhle. Wow. Wow. Toy Soldiers haben Erfolg bekommen. Ach du Kacke. Okay, kann ich es lesen? Ja. Oh Gott. Oh. Name. Ob sie freiwillig mitgekommen sind. Kommentare. Hat Rockmusik gesungen, wollte im Wasser schwimmen. Ist ein nettes Kind. Der hat die Schlüssel geklaut. Turtles. Puh. Okay, Espendal, da ganz unten. Mutiges und smartes Kind. Der erste, der Tipps zurückgelassen hat, damit die Mutter ihn findet. Aber er wusste das. Also hier, Erik hat gemerkt, dass das Kind, also dass das Espen uns Notizen übrig gelassen hat, damit wir ihn finden werden. Hat nichts dagegen getan. Als ob Erik wollen würde, dass wir ihn finden und vielleicht aufhalten, weil er es nicht mehr machen will. Die Kinder, Eriks Tagebuch. Er wärmt mein Herz, sie so spielen zu sehen. Diese Kinder, so unschuldig und rein. Ich glaube, es ist diese Reinheit, nach der der Wolf giert. Fenrir, diese abscheuliche Bestie nimmt sich mehr und mehr. Nimmt sich von der Insel, nimmt sich von mir. Ich weiß nicht, wie lange ich es noch ertragen kann. Ich fühle die Last, die zunehmende Last des Kummers, den wir verursacht haben. Der Gestank der Verderbnis, der sich niemals abwaschen lässt. Die Schuld, all diese Jungen und Mädchen. Die, die weinen. Die, die mit roten Gesichtern und heiseren Kehlen nach ihren Eltern schreien. Die, die es nicht verstehen. Dann, fast schlimmer noch, die Kinder, die sich edelmütig ihrem Schicksal stellen. Die, die wissen, was ihr Opfer für den Rest von uns bedeutet. Die wir ihren Platz nicht einnehmen können, obwohl wir das so gerne würden. Die, die sich opfern, damit wir leben können. So wie mein eigener Sohn. Alright. Alright. Ich weiß immer nicht genau, was ich mit der Story anfangen soll. Ob das jetzt wirklich alles echt ist oder ob das einfach so eine Fantasiewelt ist. Wenn es echt ist, super krass. Auch cool. Ich finde mittlerweile einfach beides geil. Ich würde mit beiden leben können. Ich bin mit beiden echt zufrieden. Okay, ich hatte eben ein bisschen Angst, dass es hier weitergeht, aber es ist wirklich nur so ein Bonusding gewesen. Das heißt, wir müssen wirklich weiterlaufen.
Habe ich nichts dagegen. Habe ich absolut nichts dagegen. Dann geht's einfach normal weiter. Gut, gut, gut. Weil sonst hätte ich ja nochmal zurücklaufen wollen, aber ich wollte jetzt nicht mitten in der Höhle, während es atmosphärisch schon wieder zurückrennen hierhin, um zu gucken, was hier noch gibt. War ich da schon dran? Nein, war ich noch nicht. Oh, Notiz. Sehr schön. Der Wolf, Eriks Geschichte. Aber der Fenris-Wolf folgte uns, um unseren Zufluchtsort zu verschlingen. Er und Vida lieferten sich einen erbitterten Kampf, bis Vida geradewegs in das Maul des Wolfes trat und ihn beim Kiefer packte. Die Prophezeiung sagte voraus, dass Vida den Kiefer des Wolfs in zwei brechen und ihn so besiegen würde, aber er war zu schwer verletzt, zu erschöpft von der Schlacht. Rief der Bestie zu, genug, füge diesem Land keinen Schaden zu, verfluchter Wolf, lass uns einen Pakt schließen. Du wirst bekommen, was immer du willst, lass uns dieses Land in Frieden. Wir hätten vielleicht eher töten sollen. Wäre vielleicht besser gewesen für alle Leute in der Umgebung. Für alle Beteiligten. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber na gut, du willst ja ein Arschloch sein. Geht's da lang? Vielleicht nicht nur. Oh, doch. Okay. Damit habe ich nicht gerechnet. Gut, das haben wir halt voll nicht gesehen. Ne? Ist echt krass versteckt. Ist hier noch irgendwas? Notiz vielleicht? Wird Notiz? Warte, was? Das fucking Licht. Ich denke mal, die Schatten sind einfach irgendwas. Aber nein. Hier ist auch nichts. Komm, hier muss doch irgendwas sein hier drin. Fuck. Oh. Okay. Ich schätze mal, hier geht's weiter. Cool, das hat man halt echt nicht gesehen. Das oh, oh. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst draußen. Weil ich dachte halt, das wäre einfach jetzt vielleicht ein Nebenweg. Aber das war doch der richtige Weg. Fuck, kann ich überhaupt zurückgehen? Ich glaube nicht. Nein, ich kann nicht zurückgehen. Great. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Ich hoffe echt, ich habe nichts verpasst. Ist das Eis oder ist das Wasser? Das ist echt Eis. Krass. Das sieht ziemlich cool aus, ne? Nice. Okay, wir sind... Da geht's rein. Und hier ist ein Troll. Glaube ich. Ist hier ein Troll? Ist hier irgendwas? Ich will keinen Gegner mehr haben. Ich hätte schon genug, finde ich. Nähert mein Ei. Espen! Fenrir! What the fuck? Uff, hopp der like helle. Okay, das ist halt echt fucking Fenrir. Das ist ein fucking Wolf. Ein brennender fucking Scheißwolf. Okay, great. Dann beeile ich mich vielleicht lieber mal ein bisschen. Und kommt vielleicht mal ganz gern bei denen an, bevor denen irgendwas passiert. Oder beide gefressen werden. Ich gehe mal stark davon aus, wir müssen Erik töten, weil der einfach seine Aufgabe nicht mehr machen will. Ich weiß auch nicht, ob wir unser Kind retten können. Das ist jetzt eine Frage. Fucking Wolf, hallo. Der fucking Mond, ey, das sieht krass aus. Puh. Okay, ich weiß nicht, ob ein zerbrochener Mond in der Mythologie irgendwas bedeutet, ich schätze schon. Dann ist irgendwas okay. Oh nein, die beiden Brüder. Über uns. Das sind diese Wolfsmenschen, oder? Es war so klar, dass die nochmal kommen. Oh no. Oh no. Okay, gut. Es gibt noch einen Gegner. War klar. Ich habe mich schon gefreut, dass ich so nah am Ende bin, dass ich vielleicht nicht mehr vor irgendwas wegrennen muss, aber doch. Es kommen die komischen Brüder, von denen ja schon erzählt wurde. Great. Muss ja sein. Aber natürlich gehen wir noch unten zum Vieh hin. Zu den Viechern hin. Das ist super. Das werden wir machen. Und Speicherpunkt. Ist auch noch sehr ermutigend. Natürlich renne ich aber auch noch voll in die Viecher rein. Kann ich irgendwie drum herumlaufen oder sowas. Nee, ich renne voll in die rein. Das ist mein super Plan. Ich denke, ja, das macht man. Das klingt gut. Ich denke, das ist... Die Brust, ja. Mit den Beinen anfangen. Gut, das sind... Oh mein Gott! Okay. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war. Aber das war unangenehm. Die nehme ich so ein bisschen an die... den... Welche Fackel? Ah! Ja. Fackel wäre gut. Ich habe ein Licht. Ist das Licht gut? Ist fast eine Fackel. Ist nicht so heiß. Hi, Buddy.
Oh, Mond. Der Mond geht auch. Okay. Fackel oder Mond? Dann soll der Mond vielleicht mal ein bisschen heftiger scheinen. Ist ja gut. No. Okay, die erinnern mich so ein bisschen an die nackten Brüder aus Outlast. Die sind auch so langsam hinter mir hergerannt und waren einfach super bedrohlich. Ist exakt wie hier. Okay, das ist schon wieder so ein komisches Ding gewesen. Nein, das ist nicht gut. Kann ich hier weiter? Nein, kann ich nicht. Red Riding Hood, ich habe einen Erfolg bekommen. Achso, wegen dem roten Stoff. Ah, klar. Sehr gut. Kann ich hier weiter oder ist es hier? Das ist ja nicht gut, ne? Okay, fuck. An dem komme ich nicht vorbei. An dem komme ich nicht vorbei. An dem komme ich nicht. Ich kriege übrigens jedes Mal einen Erfolg, wenn ich an irgendeinem Monster sterbe. Ich hätte vielleicht mal irgendwas an dem komischen, hungrigen Frauenvieh mit blinden Augen sterben sollen. Aber egal. Gut. Finde ich komisch, wenn im Spiel einen Erfolg gibt, wenn man irgendwo verreckt. Ich bin einmal, okay. Ja, ich weiß, dass du mich siehst. Okay, vielleicht muss ich da einfach ganz schnell im Vieh vorbeirennen oder muss ich hier wieder zurückrennen, wenn das... Ah, ich muss schon wieder zurückrennen. Okay. Oder irgendwas mit dem hier? Ich meine, die Viecher sind irgendwie immer da. Okay, er ist jetzt hier. Wahrscheinlich muss ich jetzt zurückrennen und außen rumlaufen. Oder? Hoffe ich. Vielleicht. Nein. Ah, ich muss auf eine Seite... Ah. Was? Mondlicht? Hier? Bin ich von... Oder bin ich von hier gekommen? Nein. Oh, doch, bin ich. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Doch, von hier bin ich gekommen. Okay. Die Umgebung sieht manchmal doch ein bisschen ähnlich aus. Und sind schwer zu wissen. Kann ich ihn anleuchten? Ich weiß nicht, ob das mein Licht ist oder ob... Ich muss kurz mal probieren. Wenn ich zu ihm laufe und ihn anleuchte... Okay. Ich weiß nicht, ob das gerade klappt. Nein, ich nicht. Das ist hier. War das gerade ein Bug? Oder ich weiß gerade nicht, warum die Viecher weggerannt sind, weil ich hatte noch gar kein Feuer in der Hand gehabt. Vielleicht hätte ich von der anderen Seite reinlaufen sollen. Das ist schon wieder so ein Trollding. Eingefroren, ne? Okay, wir haben auf jeden Fall Feuer und damit sollten wir sicher sein? Ich weiß es ja nicht. Ich finde den weißen aber wesentlich ungruseliger als den scheiß schwarzen Wolf. Der gefällt mir nicht. Die haben auch wieder ein bisschen nervös. Ich hoffe, die haben beide Angst vor Feuer. Und nicht einer random nicht so, ey, das ist fucking Feuer. Das ist mir auch scheißegal. Ich greife trotzdem an. Und dann bin ich tot. Rip und Pepperoni. Ist ja was? Ich kann hier über lang laufen, der ist auf dem Weg drumherum. Oh. Da ist irgendwas an der Wand. Ich kann kurz gucken, ob ich vielleicht irgendwas zu sagen habe. Ich glaube noch nicht. Odin greift kleine Menschen an. Und noch andere große Menschen jubeln. Cool. Cheers, Odin. Bist der Beste. Mach weiter so. Oh. Ey, irgendwie immer, wenn ich 2 Stunden aufnehme, ich kriege immer richtig Rückenschmerzen. Ich kriege immer richtig, richtig üble Rückenschmerzen nach der Zeit. Ah, weil ich sitze halt nicht gerade beim Aufnehmen. Weil ihr müsst ja so sitzen. Das mache ich ja nicht. Ich sitze immer so nach vorne gebeugt. Das ist ziemlich unbequem nach der Zeit. Aber na gut. Ich kann mir fürs nächste Video mal vornehmen, was ich lange aufnehmen muss. Einfach gerade sitze die ganze Zeit so. Hallo, meine Freunde. Wie geht's? Ah, hier ist ein Wolf. Da unten. Ja, fuck that. Mit dem mache ich nichts. Mit dem möchte ich nichts zu tun haben. Scheiß Wolf. Hier ist auch nichts. Okay. Okay, sind wir weg von den Wölfen? Sind wir sicher? Oder kommen die nochmal? Ach du Scheiße. Guck mal, wie riesig der ist. Krass. Da unseren Häusern. Aber da kann man nicht hin. Das sieht man am Boden schon. Das sieht nicht so aus, ob man in die Umgebung hingehen könnte. Okay. Oh. Oh. Oh, das sieht... Das sieht geheim aus. Ah, der eine vor der Sonne, der andere vom Mond. Schätze ich. So war das gemeint. Was sind die hier drin? Das ist eine gigantische Halle. Oh, das war so klar. Ah, er Licht und der Feuer. What? Ich hab doch...
Ich hab doch mein Feuer gesprungen. Okay. Ist das eine Art Bosskampf da unten? What? Was hätte ich machen sollen? Hätte ich irgendwie vielleicht öfter mit meinem Feuer rumschlagen sollen? Ich weiß es nicht. Aber gut, ich muss... Okay, ich schätze, ich muss öfter damit rumwackeln. Hei, vær så snill og ikke skad mig. Jeg prøver at finde sønnen min. Ah, okay. Jeg hører dere snakke. Okay, jeg må så derfor ofte rumvakle. Vær så snill. Ah, fuck, ikke dræb mig. Jeg kender til dere to. Jeg ved at dere er kommet hernede. Det er som et andet røst, så vi kan her raus. Fuck det. Könnt ihr durch? Ich weiß nicht, ob drin irgendwas zum Lesen war. Ich glaube mal nicht. Au, ich kann einfach nur raus. Ah ne, hier bin ich woanders. Hier bin ich irgendwo oben. Können die hier hoch? Ja, können die. Oh, die sehen awesome aus. Ich weiß nicht, ob ich die damit töten kann. Oder ob die einfach immer wieder kommen. Vielleicht sollte ich versuchen, die damit zu töten. Komm, hau ab. Scheiß sie. Vielleicht ist hier auch irgendwas, was ich... Ist der einen tot? Nee, ich dachte, der wäre tot. Oder ist gerade auf dem... Die springen immer irgendwo rein, wenn ich die... Angreife anscheinend. Ins Wasser? Okay, ich probiere es noch ein paar Mal. Aber wenn da nichts passiert, muss ich vielleicht echt abhauen. Oder irgendwas anderes machen. Übrigens war das eben gar nicht Fenrir, das war einfach der Typ, wie er brennt. Okay, hier drin muss irgendwas sein, was ich machen kann. Ich müsste hier vielleicht ablenken und dann immer irgendwas aktivieren oder sowas. Was ist denn das hier drin? Hier ist nichts. Alright. Wo sind die beiden? Du bist da. Na komm, hopp. Okay. Okay, ich hatte schon sehr oft damit angegriffen, aber irgendwie... Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwas bringt. Ich kann es noch ein paar Mal probieren. Aber ich scheine damit ja nicht töten zu können. Vielleicht muss ich die verfolgen. Und dann durchgehend anleuchten. Wisst ihr, wie ich es meine? Dass ich halt einfach die ganze Zeit bei denen bleibe und die einfach angreife, bis sie einfach irgendwann sterben. Ich weiß nicht, ich meine, die hauen da hinten irgendwo hin. Was ist denn da? Okay, der eine kommt. Hier kann ich hoch. Na komm doch her. Trau dich doch. Ich leuchte dich tot, Buddy. Warum ist mein Licht ausgegangen? Warum ist mein... Okay, ich muss aber hier hin, glaube ich. Jævla kjøtere! Jeg kan hjælpe dere, bare la mig gå! Hvad siger hun? Hun vil råde med os, broder. Hvad har hun at bjude? Det er interessant. Jeg har nøklen til en af dørene. Stemt. Hun har vi en likel Erik. Exedat. Åsar. Hun knår løs os. Løs os i det. Det er en deal. Så, hvad bliver det til? Jeg kan slippe dig ud, bare lad mig være i fred. Sobald vi tør opmærke, greb den ens an. Jeg kender målene mig lidt. Låt om jeg ikke tåler. Menneske, du ønsker at forhandle med os. Herregud. Jeg kan slippe dig ud herfra, hvis du lover at lade mig gå. Du forstår, hvilke konsekvenser dette vil forårsake for jer. Det er sådan, så var sådan ikke galt. Du har vel hørt rygten om os nu? Vi går ned for noget i vores. Jeg er langt faen i hvad som sker med denne øya. Jeg vil bare ha tilbake gutten min. Utmerkt. Da kan vi vel se os enige. De ved om så var som forfolgen. Nøklen du bærer åpne døren bak dig der. Åpne den du, så venter vi her så lenge. Etter det skal du få slippe ut selv. Hæ? Okay. Og hvordan kan jeg forsikre mig om at dere ikke bare dreper mig etterpå? Hvordan vil jeg? Det findes ingen garanti, men du har vel ikke akkurat noen flust av valg. Du må gjerne bli her om du vil. Vi er utødelige, så vi kan ta en konkurranse om hvem som overlever lengst. Isn't argument. I
tillegg forstår vi at du har et sted du gjerne vil være ved soloppgangen. Du får bestemme. Greit, men hvis en av dere tar et eneste skritt hitover, kaster jeg nøkkelen. Og lykke til med å bruke potene deres til å låse opp døren. Godt argument. Jetzt. Du er opp. Bitte renn einfach. Takk skal du ha. Und jetzt ab. Komm mal, Bruder. Ingen her lenger for oss. Lat oss sove at knasinum i herum. Vel. Helt tak av dig, mennesker. Og nær en vel at gjøre så. Was für... Da bist du nicht so nahe kommen. Aber... Saugeile Charaktere, muss ich sagen. Saugeile Viecher. Die sind verdammt cool. Und dass man halt mit denen wirklich in den Handel eingehen konnte, ist awesome. Mega Gänsehaut. Das war echt gut gemacht. Das war richtig, richtig gut gemacht. Respekt. Okay. Gut, wir sind sicher, schätze ich. Ich glaube, wenn wir einfach geradeaus weitergelaufen, wären wir auf jeden Fall... wären wir auf jeden Fall gestorben. Oh. Das war anscheinend ein weiterer Schritt, Bargain. Ich weiß gar nicht mehr genau, was es bedeutet. Aber ich glaube, das war auch einer dieser Schritte von dieser Akzeptanz, blablabla, Nummer. Glaube ich? Ich weiß gerade nicht, ob das irgendeiner von diesen Schritten war. Könnte aber sein. Das sind andere von den Türen, wo die gefangen sind, ne? Great, wo sind wir? Gibt es noch ein Vieh? Die verschleierte Dame, der hört. Hörtet euch vor der Hexe im Sumpf. Die abscheuliche Magie des alten Weibes bringt Visionen von Schreckenstaten aus dunkler Vergangenheit hervor, zwingt euch, sie nochmal zu erleben. Verführtes Volk wartet ins Moor und kehrt niemand zurück. Vernehmt ihr ein liebliches Summen, besteht keine Schande darin, umzukehren. Hütet euch für den verschleierten alten Weib. Mann, ich habe schon gehofft, wir werden bald durch. Und es gibt keinen neuen Monster mehr, aber natürlich. Feel you, buddy. Feel you. Genauso geht's mir auch. Das kann nicht euer Ernst sein. Alles klar bei dir? Ja, natürlich. Nice. Muss ich runterspringen? Muss ich echt hier? Au! Ich wollte gerade sagen, es wird ziemlich tief. Das hat bestimmt wehgetan. Ah ja, das hat wehgetan. Das sah auch so aus. Oh, dann geht's mal hier weiter. Ist das der Sumpf von dem See? Ja, das ist definitiv ein Sumpf. Cool. Freuen wir uns mal auf ein neues Monster. Das wird sehr gut. Das wird wundervoll. Ich freue mich schon. Ich freue mich sehr. Das ist toll. Gut, hier drüber. Da ist schon nichts drin. Hier schon alles irgendwie weggeschwemmt worden zu sein, weil ich meine, schaue ich mir die Häuser an, die sind alle sehr am Arsch. Okay. Mein herzliches Beileid, Geschichten der Dorfbewohner. Ist schrecklich die Sache mit Björns Tochter. Aber tapfer hatte sie Erik übergeben und wir waren alle stolz auf ihn. Ich habe gesehen, wie er in den Sumpf gestarrt hat, als ob er vorhätte, noch mal dorthin zu gehen. Wir haben das Licht von Eriks Fackel gesehen, als er heute Morgen im Dämmerlicht von Vargfjeld zurückgekehrt ist. Sicher für eine Handvoll weiterer Jahre. In Gedenken sind wir bei ihm und Björn. Oh, nur alle paar Jahre hat er ein Kind geholt. Aber okay, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich auch nicht so viele Kinder. Das ist schon schlimm genug, wenn es nur alle paar Jahre ist. Ah, na gut. Der Wolf scheint aber auch immer gieriger geworden zu sein. Wollte immer mehr Kinder und immer schneller neue Kinder haben. Aber gut, dann können wir uns jetzt erstmal diese beschissene Hexe... Mira war helt forferdelig. Tanken på at Espen hadde gått gjennom det stedet, ga meg frysninger inn til beina. Nei, det er bare Erik bei sich. Jeg savnet ham. Myra sugde til seg det siste jeg hadde av følelser. Jeg møtte en vegg av håpløshet jeg ikke hadde kjent før. Hoffnungslosigkeit, depression, er det neste skritt? Hjemsøkte meg. Maybe? Jeg glemte hvordan Espen så ut. Ansiktet hans. Jeg glemte meg selv. Noen ganger skulle jeg ønske jeg kunne glemme alt på den måten igjen. Hva er det som da skjer videre? Oh mein Gott, was... Okay, tschüss. Okay, hier wurde irgendwas gesagt mit Todesvisionen, die man hier drin hat, die nicht echt sind. Ich schätze, das ist nicht echt, hoffe ich. Unten im Sumpf. Oh, ich muss ein bisschen malen. Die Nächte hier unten im Sumpf sind am schlimmsten. Die Brise bringt seltsame Schreie mit sich. Ich habe Angst, dass das Vieh mich gleich angreift, deswegen. Die Brise bringt seltsame Schreie mit sich. In der Nebel verhüllt mich vor den Leuten im Dorf. So wird das Entzünden der Laternen und sichern der Pfade zu einer einsamen Pflicht. Das glaube ich dir. Manchmal finde ich morgens vor der Tür kleine Haufen von Knochen, die hinunter zum Wasser führen. Ich habe Geschichten von dem summenden Weib gehört, aber ich habe es nie gesehen. Sie sagen, es zeigt sich nur denen, die eine schwere Schuld tragen. Wir. Aber die
Drauge, die sehe ich. Manchmal treiben sie in Nähe der Oberfläche der Seen. Sie schreien lautlos. Wenn ich wegsehe, verschwinden sie, aber ihr Gestank bleibt noch lange in der Luft. Das ist der Untoten, glaube ich. Die meisten sagen, sie seien Opfer der verschleierten Hexe. Die sie mit ihren Liedern in den Morast lockt. Ich glaube das nicht. Ich glaube, sie sind nur ein Spiegelbild. Wir befinden uns längst dort unten mit ihnen. Alright. Also die Untoten sind nicht echt? Oder sind das wirklich Wesen? Okay, die laufen wahrscheinlich einfach hier lang. Die dürfen wir nicht treffen. Schätze ich. Ich gehe mal davon aus, sie töten uns. Oh, hallo. Kommen die überhaupt in meine Richtung? Greifen die mich an? Nee, die laufen einfach in irgendeine Richtung. Also kann ich einfach hier vorbeilaufen. Finde ich tatsächlich ganz angenehm. Lass mich mal was hier nicht sofort angreift. Ich hätte gerne wieder die Wölfe zurück. Die waren cooler. Ich will keine Hexe. Wölfe sind besser. Ich mag Wölfe. No. Oh, herregud. Oh, Gott. Mei. Oh, natürlich. Oh, herregud. Der da war mein. Natürlich sehen wir jetzt unser totes Kind. Alles klar. Alles klar. Wie war das? Nur diejenigen, die eine große Schuld tragen, sehen dieses Vieh? Natürlich. Moment. Ich will nicht so viele Theorien, mit so vielen Theorien anfangen, bevor wir jetzt nicht schon mehr von der Story gesehen haben. Ich glaube, so lange dauert es nicht mehr. Jetzt kann ich auch noch warten, bis wir das Ende sehen. Sonst bringe ich hier alle nur durcheinander, wenn ich 15.000 verschiedene Theorien droppe. Also warten wir einfach erstmal. Ich sag's trotzdem, scheiß drauf. Meine Theorie jetzt gerade, dass wir vielleicht unser Kind irgendwie getötet haben. Und bin ich gerade im Kreis gelaufen? Ja. Hab ich gut gemacht. Oder? War ich hier schon? Ja, hier war ich doch eben gerade. For fuck's sake. Ich Idiot. Meine Theorie ist, dass wir unser Kind vielleicht irgendwie auf dem Gewissen haben, wie auch immer. Und wir deswegen hier die ganzen Visionen hier sehen. Jetzt würde man nicht erklären, warum wir überhaupt in dieser Welt sind, warum es als echt. Ach, egal. Ich sag nichts mehr. Wir warten einfach, bis wir jetzt mehr sehen. Ein bisschen mehr wissen. Wir werden schon wissen, was hier abgeht. Das wird, glaube ich, schon alles irgendwie ein bisschen erklärt. Okay. Ich habe Angst, dass ich diese Hexe sehe. Ich sehe die ganzen Untoten, die sind okay. Mit denen komme ich klar. War ich schon wieder mein totes Kind? Kann schon sein. Wirklich, mit euch komme ich klar, ihr seid kein Problem. Ich will nicht reinlaufen. Ich habe Angst, dass du mich angreifst, wenn ich nicht reinlaufe. Auch wenn es wahrscheinlich nicht macht. Ich beeile mich hier ein bisschen durch, weil ich will nicht wissen, was hier noch alles gibt. Schon wieder ein Untoter. Da ist auch irgendwas. Was nämlich einer von denen gleich einfach random angreift. Das muss nicht sein. Ich vertraue euch, Buddies. Ich vertraue euch, dass ihr keinen Scheiß baut, ne? Ihr könnt mir auch vertrauen. Ich tue euch nichts. Ich habe nur die Wölfe freigelassen. Die fressen euch wahrscheinlich. Schilder. Warkfeld. Oh, da müssen wir hin. Und links ist... keine Ahnung, gruselige Gesichter. Ich gehe mal zu den gruseligen Gesichtern. Das ist smart. Nach Warkfeld müssen wir, das wissen wir. Aber erstmal zu den gruseligen Gesichtern. Weil gruselige Gesichter sind awesome. Die will man immer sehen. Immer schön alles erkunden. Yay. Gut, hier geht's nicht weiter. Ich könnte vielleicht nochmal rumlaufen. Muss ich da? Ich glaube nicht. Ich glaube, wir kommen nur einfach nochmal im Kreis. Da waren wir eben schon. Ich glaube, wir sind einfach im Kreis gelaufen und müssen einfach dahin gehen. Das ist das Ziel. Am Bergfeld. Was ist das denn? Ist das ein Anker? Kann ich hier nicht? Wait, wo? Doch. Wait. Was ist? Great. Was soll immer das ist? Wo war gerade nochmal der Wegpfeiler? War der hier? Ja, hier, genau. Sorry, ich habe ein bisschen verlaufen habe ich mich. Das tut mir aber leid. Ich laufe mich hier weiter. Kommen wir aus dem Sumpf raus? Hier war ein Safe Point. Ja, das ist eine Hexe. Ja, das ist eine Hexe. Super. Na toll. Kann ich hier durch? Soll ich hier durchlaufen? Ich lasse euch da mal drin. Ach du Scheiße, ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ich will es auch nicht wissen. Deswegen einfach lieber mal weiterlaufen und schauen, was ich hier noch entdecke. Wow. Hallo? Menschke. Ja, ihr wendet. Fenrir? Ach du Scheiße. Hallo? Hvordan du fortsatt i live? Det jo ingenting igjen av deg. Jeg Garm. Garm. Vokter av vorden. Vokter av hel. Ok. Den sorte dame. Jeg var hvertfall det. For gammel nå. Så svak.
den sorte dame er Hel? Sier du at Hel er her ute et sted? Jeg vet ikke hvordan jeg kan hjelpe deg. La meg slippe å lide. Hva er vi? Jeg er fordapt. Ah. Vil du at jeg skal ta livet av deg? Det klarer jeg ikke. Steinen på kanten over meg. Dytten ned på meg. Vær så snill. Da treffer vi det erste freundliche Wesen hier. Vi müssen es direkt töten. Why? Aber wie komme ich da hoch? Hier drüber? Wait, wie komme ich denn? Ich will doch. Ich will dir helfen, Kumpel. Also das ist echt das erste freundliche Wesen, was wir treffen. Und das soll ich direkt töten? Ah, hier. Nee, doch nicht. Okay, muss ich außen rumlaufen? So irgendwie. Ah, hier lang. Okay. Mann, ich will den nicht. Ich mag den. Du bist lieb. Ich hab dich lieb. Ich will. Oh, fuck. Okay. Tschüss. Doc. Acid. Oh, fuck. Wir haben Erfolg bekommen. Guter Hund. Stockbird. Ja. Leb wohl. Karm. Ich mochte den. Ich mochte den. Ui. Wir haben nämlich gerade den Torwächter getötet. Was, wenn jetzt die Viecher aus dem Tor da rauskommen? Das fände ich nicht gut. Das fände ich absolut nicht gut. Können wir bitte hier durchrennen? Scheiß fucking Hexe. Mama! Mama, jeg vil ha den her! Gråt en sånn hjemme, Espen. Kom igjen. Mama, jeg vil ha den! Gjør som mamma sier, Espen. Det kommer ikke på tale, Espen. Kom, sa jeg. Men jeg må ha den, mamma! Nei, kom her! Au. Mamma! For helvete da, hva gjorde du nå? Unnskyld, Espen. Det var ikke meningen. Unnskyld. Nei, vær så snill. Hvorfor viser du meg dette? Danke, Hexe. Lieb von dir. Great, du musst altså alles nochmal durchleben, was hier beschissen gemacht haben. Vi er nødt til å fortelle dem hva som skjedde. Nei, vi kan ikke det. Hvis de får vite hva jeg gjorde, kommer det til å gå utover firma. Og det kommer til å ta Espen. Vi har ikke noe valg. Det er det riktige å gjøre. Vær så snill. Ikke si noe. Det var et uheld. Det var ikke meningen. Jeg vet det. Det føles bare feil. Ja, men vi kommer oss vel gjennom det. Vi klarer oss gjennom dette her sammen, ok? Jeg elsker deg, vet du. Nei, nei, slutt. Jeg mente det jo ikke. Hva har vi gjort? Jeg vil ikke se dette igjen. Hva har vi gjort? Jetzt wird's interessant. Hva er det du sier? Du hørte meg. Jeg synes at vi skal skille oss. Og her kommer det endelig fram. Men det greit. Da tar jeg med meg Espen. Ikke faen! Tror du virkelig jeg tør å overlate ham til deg? Du brakk jo armen hans for helvete! Når skal du slutte å holde det mot meg? Det var et forbannet uheld. Et uheld! Og du har sett på meg siden som et eller annet udyr. Jeg sier det nå. Hvis du vil skille deg, så blir Espen med meg. Nei, din kjæring. Vær så snill og slutt. Jeg orker ikke mer. Jeg gir opp. Bare ikke vis meg mer nå. Die Bitch hat uns erzählt, dass der Vater ein Arschloch war und die einfach verlassen hat. Der wollte sogar den Sohn bei sich haben. Wow. Okay. Ja gut, ist nur, dass wir die Hexe getroffen haben. Lüger. Jeg har aldri slått hverken henne eller Espen, jeg sverger! Stille! Vær så snill! Sett deg ned, nå! Retten finner medhold med den fornærmede fru Dahl. Hun vil få beholde enestående omsorgsrett for sønnen Espen Dahl. Dämliche bitch. Tiltalte EGs permanent besøksforbud som trer i kraft umiddelbart. Herr Dahl, de forbys herved noen form for kontakt med din ekskone og sønn. Og må til enhver tid holde en avstand på minst 100 meter fra dem, deres hjem, Espens skole og hennes arbeidsplass. Retten er hevet. Nei, jeg ber deg! Faen, eller? Slipp meg! Ikke gjør dette! Vær så snill!
Ikke ta han fra meg! Ikke ta han fra meg! Vær så snill. Jeg skal slutte. Erik kan bare ta han. Jeg orker ikke å se det. Vi har med Sedersens mann uns geschlagen hat und das Kind geschlagen hat, damit wir das Kind bekommen. Und der Vater durfte seitdem das Kind nie wiedersehen. Wow! Ich fand die sympathisch am Anfang. Diese dumme Bitch. Får jeg komme inn? Sitt ned der, du snill. Det er ingen enkel måte å si dette på, så jeg går rett på sak. Din mann ble dessverre funnet død i leiligheten sin i ettermiddag. Å, herregud. Å, nei. Så langt peker alle spor mot at han har begått selvmord, men det fortsatt under etterforskning. Dere trygge nå. Du og Espen endelig trygge. Unnskyld. Jeg så lei for det. Jeg skulle ønske jeg kunne ta det tilbake. Åh, jeg ble riktig gensehold. Det er det verste jeg noen gang har gjort. Alter. Og jeg elsket ham, virkelig. Men jeg elsket Espen også. Og jeg ville gjort hva som helst for å behandle ham. Jeg hadde ingen anelse om at faren hans ville... At han kom til å... Jeg gjorde en fryktelig tabbe og ødela alt. Og jeg kommer aldri til å tilgi meg selv. Er du scheiße? Er du fornøyd nå, ditt jævla hespedre? Holy shit. Okay. Zeigst du mir noch mehr? Oder hast du genug vom Hauptcharakter zerstört, dass wir den die nicht mehr mögen? Okay. Solen er på vei opp. Jeg kommer ikke til å rekke det. Ich beeile mich lieber mal. Okay, viel mehr kann nicht kommen, weil jetzt, nachdem wir rausgefunden haben, was mit der Frau los ist... Nee. Wow. Okay. Okay. Das ist heftig. Harte Depression, hieß der Teil gerade. 4 von 5. Das letzte ist, was ist das letzte Mal? Akzeptanz, glaube ich. Dann, Alter, krass. Cool. Finde ich verdammt geil, dass die Theorie im Endeffekt ja dann doch stimmte. What? Okay, hier stimmt irgendwas nicht. Hier stimmt irgendwas nicht. What? Okay. Das ist eine krasse Umgebung. Alright. Ich sehe gerade, die Kamera ist ein bisschen weiter hinten, wenn ich das Licht nicht anmache. Deswegen lassen wir kurz ein bisschen aus. Wir brauchen eh keins mehr. Das sieht einfach. Oh, der Arme. Das sieht einfach atmosphärisch ein bisschen cooler aus. Alright. Das Opfer 1. Eriks Geschichte. Erik stieg herab und erzählte den Menschen, was getan werden musste. Doch sie weigerten sich und schrien ihn an. Sie griffen ihn an. Niemand würde sein Kind aufgeben. Doch inmitten des Tumults stand Eriks Sohn auf und meldete sich freiwillig. Erik versuchte ihn zurückzuweisen, aber der Junge blieb standhaft. Die Leute drängten nach vorne und trieben sie den Berg hinauf. Erik, die Augen voller Tränen, brachte seinen Sohn zum Abgrund, küsste ihn dreimal auf den Mund und warf ihn dann in die klaffende Schlund des Wolfes. Alright. Erik ist halt echt in Ordnung. Eine Sache im Spiel echt gut gemacht. Alle Charaktere sind in irgendeiner Form Arschlöcher und Scheiße, aber trotzdem... Kann man alle verstehen. Ich wette, das hier hat irgendwas mit Trauer oder sowas zu tun, weil die sieht man immer in den Momenten, wo irgendwas Trauriges passiert, gefühlt. Die haben bestimmt irgendeine Bedeutung. Wenn irgendjemand von euch ein bisschen Ahnung von der Mythologie her hat, schreibt mal in die Kommentare, ob diese Baumgesichter irgendeine Bedeutung haben. In irgendeiner Form. Noch ein Notiz. Das Opfer 2 wahrscheinlich? Das Opfer 2, Eriks Geschichte. Das Knurren erstarb und es herrschte endlich Frieden. Der Krieg war vorüber. Erik sank auf die Knie und beklagte das Opfer seines Jungen, doch den Leuten dämmerte endlich die Wahrheit. Sie würden ihre Kinder hergeben müssen, alle 5 Jahre eines von ihnen, wenn sie überleben wollten. So endete Eriks Geschichte. Alright. Treffen wir Erik? Ich glaube, wir werden das Kind aufgeben müssen, oder? Holy shit, ey. Kann ich jetzt nicht lang. Das geht von hier hoch. Okay. Wir kommen dem Ende auf jeden Fall immer und immer näher. Und ich dachte echt, die Hexe wäre nochmal ein richtiger Gegner. Das hätte ich ein bisschen komisch gefunden, weil es alles so auf ein
Höhepunkt hinaus lief, aber das war ja einfach nur storymäßig. Da gab es ja nichts Gefährliches, das war einfach nur für die Story, damit wir halt rauskriegen, was wirklich passiert ist. Das ist Fenrir, oder? Wir laufen nach oben und treffen Fenrir und Erik vor dem Wolf, sag ich euch. Ich bin jetzt gerade ein bisschen gehypt, wie fucking Fenrir aussieht. Weil das ganze Spiel lang wird einfach nur erwähnt. Jetzt will ich es auch wissen. Jetzt will ich ihn sehen. Das ist ein fucking... Ach du Scheiße. Okay. Hier ist was Großes gestorben. Hier ist definitiv was sehr fucking Großes gestorben. Okay. 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 Das ist ein Speicherpunkt, soll ich nochmal hin? Steht da oh nein? Nee, hier steht U-Time. U-Time. Alright, laufen wir mal. Okay, das ist ein riesiges Schiff. Alright. Nett, nett, nett. Oh, herregud. Shit. Ulven er ekte. Das ist der... Habt ihr das gesehen? Das, das sind die Zähne. Das da oben ist die Nase. Das Ding ist... akzeptabel groß. Das hat meine Verlobte gesagt. Sorry. War so passend. Und hat die Atmosphäre zerstört. Sehr gut. Fuck, ich häng fest. Ich bin doof. So. Okay, ich muss hier, glaube ich, über das Schiff drüber laufen, ne? Wow. Ich hoffe, ich kann das Ding mal von nah ansehen. Kann ich hier... Oh, hier muss ich drüber. Okay. Ich will zum Wolf. Dem... Fucking hell ist das grün groß. Ach du Scheiße. Das sind alles Witze, wo ich immer noch sagen könnte, that's what she said, aber ich tue es nicht. No! Ich glaube, ich sollte da nicht runterfallen. Oh doch, das war sogar richtig, ich muss hier durch. Ich würde gerade sagen, ich hätte da oben wäre irgendein Secret gewesen, aber nein, das ist einfach der normale Weg. Ich bin doof. Okay. Holy shit. Ach du Scheiße. Oh fuck. War es nicht der richtige Weg? Oh shit. Da geht's lang. Ich dachte, es wäre der richtige Weg gewesen. My bad. Es tut mir leid. Ah, hier geht's lang. Okay. Heilige Scheiße. Ich dachte halt echt, es wäre so ein Wolf in der Größe von denen, die wir eben gesehen haben oder sowas. Aber nein. Es ist einfach gefühlt 1000 Kilometer breit. Das Ding ist einfach, das ist nicht mal mehr ein Berg. Das ist einfach... Ja, well. Was auch immer das ist. Heilige Scheiße, ist das Ding riesig. Ist das genial. Nei, Espen. Du trenger ikke. Det er uendelig mange barn i verden. Du trenger ikke være deg. Vær så snill. Espen. Hold kjeft, din feige drittsekk. Espen, jeg så glad i deg. Og jeg så stolt av deg. Du veldig modig, men jeg vil ikke at du skal gjøre dette. Vær så snill, gutten min. Jeg trenger deg. Jeg er glad i deg, mamma. Jeg er stolt av deg også. Espen! Nei, stopp! Nei, Espen! What? Abgesehen davon, dass die motorisch ziemlich behindert ist und gerade alle drei umgebracht hat. What ist da gerade passiert? Espen!
Nei, Espen. Helvete! Kom tilbake til meg, Espen. Kom What tilbake! What the fuck? Warum sind wir wieder hier? Oh, nein. Erinnere dich noch an meine allererste Idee. Dass der Junge einfach hier ertrunken ist und nichts davon echt ist. Wenn jetzt eine Sache passiert, ist es genial. Ich wollte es genau sagen, wenn man es jetzt einfach akzeptieren kann. Espen, jeg er så lei for deg. Jeg er så glad i deg. Jeg er glad i deg, Lille. Und der letzte Punkt, Akzeptanz. Farvel nå, gutten min. Håper du er trygg der du er. I rådhus og biblioteker. I frisørsalonger og barer er det folk som aldri kommer til å få vite hva Espen gjorde for dem. Hva han gjorde for oss alle. Verden går bare videre som den alltid har gjort. Arrogant, uten bekymring. Men det har sin pris. Oh, shit. Jeg klarte ikke redde ekteskapet mitt. Og heller ikke Espen. Men han reddet oss. Han beskyttet oss alle. Hvertfall for en stund. Han var en liten gutt. Den vakre sønnen min. Og jeg måtte kysse han farvel. Hjertet mitt blir aldri helt igjen. Han var så mye bedre enn jeg noen gang var. På alle tenkelige måter. Jeg vet ikke hvor han er nå. Eller hvor veien hans går. Helt alene. Men uansett hvor han er, så er jeg utrolig stolt av ham. Jeg var så ufattelig glad i ham. Og det er jeg fortsatt. Espen var min beste venn. Min lille yndling. Og så mistet jeg ham. Vi mistet hverandre. Og jeg tror ikke jeg klarer å tilgi meg selv for det. Men nå klarer jeg å tilgi Espen. Jeg later ikke som jeg var noen god mor. Men jeg oppdro en god gutt. Alt jeg kan gjøre nå er å sørge for at offeret hans ikke var forgjeves. Okay. 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 Krass. Krasses Ende. Ich dachte am Anfang, okay, ist komisch, dass die einfach alle runterfliegen. Aber das ist echt verdammt cool. Uff. Fuck, okay, das Ende hat mich jetzt ein bisschen verwirrt. Ich bin mir jetzt seriously nicht sicher, was das zu bedeuten hat. Erste Theorie wäre natürlich, okay, alles was passiert ist, ist fucking echt. Es gibt diese komische andere Welt. Es gibt Fenrir, das Monster, was die Erde zerstören würde, wenn nicht alle 5 Jahre einfach ein Kind geopfert wird. Aber dann gibt es halt diese Punkte mit diesen 5 Punkten, wenn man was verliert. Und das ist halt nicht erst am Ende erwähnt wurde, sondern im ganzen Spiel lang. Ich meine, die Erfolge heißen ja wirklich so, und die sind ja vom Entwickler so genannt. Das ist halt direkt schon ganz am Anfang, einer der ersten Punkte ist halt das nicht wahrhaben wollen. Dann Wut, dann das Behandeln wollen, dann die Depression. Und dann das Akzeptieren. Und es war von Anfang an so. Ob das jetzt einfach nur ein Stilmittel war, kann auch sein. Aber ich finde es ist zumindest auch möglich, dass das Kind schon ganz am Anfang gestorben ist. Einfach in der Nacht, wo einfach, wahrscheinlich wurde das Kind einfach runter zum See gehen, spielen. Ist ausgerutscht, hat sich vielleicht den Kopf angeschlagen, ist ertrunken. Ende. Genau deswegen finde ich es halt auch cool, dass das Kind am Ende da gefunden wird, wo ich halt mit der Theorie auch gedacht habe, dass es da stirbt. Also ich finde es einfach cooler und ich glaube einfach, es ist vielleicht auch so gemeint. Alles, was hier passiert ist, ist komplett realistisch und nichts davon ist halt wirklich passiert. Das Kind ist ertrunken, die Mutter hat es gesehen, wollte es nicht wahrhaben und hat sich vielleicht irgendwie so eine riesige Aufgabe dafür ausgedacht, warum das alles passiert ist.
Und erst ganz am Ende vielleicht realisiert, dass er wirklich tot ist, aber ich meine, sie hat es auch nicht wirklich dann wahrhaben wollen, wenn sich dann wirklich die ganze Geschichte dann ausgedacht hat mit den ganzen Sachen, die passiert sind. Ich meine, okay, wäre cool, wenn es dann wirklich so ein übernatürliches Ding gewesen wäre, aber ich bleibe bei der Theorie, dass einfach wirklich mit diesen 5 Punkten zu tun hat, des Verlusts und dass es irgendwie, dass sie halt einfach dadurch verrückt geworden ist, sich wahrhaben wollte. Ich meine, wir haben ja mitbekommen, wie viele Probleme die gemacht hat und wie verrückt die war. Obwohl sie eigentlich in dem Sinne nicht wirklich schlimm war, aber die war sehr komisch. Alter, wie viele Leute waren hier eigentlich? Sind es alle Leute, die das Spiel getestet haben, oder das sind verdammt viele, dafür, dass es ein Indie-Spiel ist? Ich weiß nicht, wem hier alles gerade gedankt wird, weil das sind sehr, sehr fucking viele Namen. Auf jeden Fall ist das Through the Woods gewesen. Ein unglaublich gutes Spiel. Es war jetzt nicht so mega das Horrorspiel. Zum Glück hast du keinen Jumpscare, das finde ich verdammt gut. Die Atmosphäre war aber verdammt gut. Vor allem da am Anfang mit diesem Vieh im Wasser, da dachte ich mir, wow, Respekt. Okay, gut. Ihr könnt das Spiel natürlich bewerten, ich habe hier unten was reingemacht. Ich gebe dem Spiel 9 von 10. Ich überlege gerade, wo es noch hätte besser sein können. Vielleicht das Ende noch ein bisschen cooler machen können. Es war verdammt cool gemacht, mit dem, dass man es akzeptieren kann und so. Es war verdammt geil. Naja, vielleicht interpretiere ich einfach nur zu viel rein. Es war gar nicht so gedacht, dass es irgendwie noch einen tieferen Sinn haben soll. Aber ich finde es cool, dass die Erfolge so genannt sind. Es gibt nämlich noch so einen kleinen Denkanstoß, dass man vielleicht noch auf die Idee kommt, dass es so sein könnte. Gut, das war Through the Woods. Ihr bewertet das Spiel auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch zum nächsten Mal wieder, Leute. Euer Corrupted. Bis dahin. Bye, bye. Und lasst bitte einen Daumen nach oben da, dafür, dass ich jetzt fucking 3 Stunden oder sowas hier gesessen habe. Das war sehr cool. Gut, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.